So, was geht, was geht, was geht? Willkommen hier im Stream. Und wir werden wieder heute Roblox Island spielen. Und natürlich am Ende wieder ein bisschen Bed Wars. Also eine Stunde halt dann, ne? Ihr kennt ja den ganzen Kram schon auswendig. Deswegen, ja. So, einen Moment. Genau. So, jetzt habe ich es. Moment. So. Hab ja gerade, wie gesagt, noch gerade eben um 15 Uhr noch die Codes verlost dann. Die UFO-Codes. Und da sind auch alle rausgegangen. Ich gucke gleich in den Chat rein. Ich muss einmal mich kurz hier wieder ein bisschen einrichten. So, das rutscht hier nach drüben. So, und das kommt hier hin. Hoppala, warte. So. Und keine Sorge, diesen Dienstag kommt dann auch wieder ein Islands-Video zum neuesten Update. Mal kurz nochmal den Avatar wechseln, weil ich bin ja gerade noch im Q-Outfit. Weil ich habe gerade noch mit Xerox einen Tic-Tac gemacht, den ich danach diesen Stream dann hier auch bearbeiten werde, dann auch hochladen werde, posten werde. So. Mal kurz noch gucken. So, okay. Okidoki. 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 So, dann sind wir hier schon. Hallo, warte. Hallo. Und, was werden wir heute machen? Ich werde es euch ganz ehrlich sagen. Wir werden auf jeden Fall heute, wie gesagt, ein bisschen Islands spielen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, die Enten zu schlüpfen zu lassen. Wir werden uns auf jeden Fall noch die neuen Blöcke angucken, die es gibt. Wenn mir das Video schon von DV anguckt, wie man die genau macht und was der Prozess davon ist. Also ein bisschen, geht ein bisschen tiefer ins Gedanken-Mindset rein. Und ja, dann werden wir, wie gesagt, noch ein paar Inseln bewerten. Werden dann noch den restlichen Kram machen. Und dann würde ich sagen, gehen wir dann auch jetzt hier rein in eins. Aber noch eine kleine Sache in Eigenwerbung. Ich will es noch kurz mal zeigen hier. Nämlich hier hinten, wie gesagt, ist dann meine Talentshow. Falls ihr auch ganz einfach Robux gewinnen wollt und ein Talent habt, dann geht einfach hier rein. Wie gesagt, kurz zeigen hier. Das ist nichts Großes, das ist nur was Kleines. Das ist hier mein zukünftiges kommendes Videoprojekt. Und, ob ich jetzt hier gespawnt? Okay, ich bin hier irgendwie. Okay, interessant. okay. Wie gesagt, hier, ne? Das war ein neues Videoprojekt. Dazu, wenn ihr gerade dann genug Leute haben, die da mitmachen und Bock drauf haben, dann werde ich das dann, wie gesagt, hier beginnen. Und ja, hier haben sich ein paar Leute schon Sitz gekauft, deswegen, ja. Wie gesagt, wenn ihr Talent habt, kommt auch auf den Discord-Server und bewerbt euch für die Talentshow, um 2000 Robux zu gewinnen. Ganz genau. So, erstmal hallo, hallo an die ganzen und auf jeden Fall an die ganzen Mitglieder, wie Ramelino, Rothorn und das war auch erst schon mal alle, die am Start sind. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber nach Islands. Deswegen hüpfen wir rüber nach den Inseln. Und dann, ja, gucken wir mal, was sich so ergibt, ne? Momentan alles ein bisschen tote Hose, ehrlich gesagt. Das ist natürlich, ja, semi-geil. Wo ist jetzt Islands? Gott, Islands. Gott. Islands, Islands, wo bist du? Ah, ich finde es nicht, warte kurz. Islands. So. Jetzt aber. Jetzt aber. So, jetzt gehen wir rein. Ja, wie gesagt, eines ist eine tote Hose. Deswegen, ich fand das letzte Update noch nicht so faszinierend und so spannend. Deswegen, ja. Ich habe schon drüber nachgedacht, wenn das Update auch ein bisschen langweilig wäre, ich so mache so ein Video, stirbt Islands und so. Und, deswegen, naja. Was soll man so sagen? Hi, Faust, bin da. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Oder oh, natürlich nicht so cool, Frostboy, aber. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch besser. Ich esse Bäume. Schmackhaft. Das steckt da ganz viele Proteine drin. Faro, mein Zimmer ist endlich fertig. Ja, nice. Ja, warte. Okay, wir leiden an Wasser. Ich kann nochmal holen gehen, eventuell. Mal gucken. Wie geht's dir? Wie gesagt, mir geht's prima. Wir haben auch, wie gesagt, bezüglich meines Spiels, falls einer fragen, wo wir gerade warten noch ein bisschen. Bezüglich meines Spiels, die sind schon weitergekommen. Falls die Gameping-Leute sich das mal angeguckt haben, da sind ein paar Prozente mehr dazugekommen.
Aber wir stehen fast schon vor Release. Und deswegen wird auch dann in der Zukunft das, ich weiß nicht, wie viele Abonnenten-Special dann kommen mit dem Spiel. Deswegen freut euch schon mal drauf. Weil ich werde natürlich ein paar Statisten noch brauchen für den Rumherum-Kram. Das heißt, wird auf jeden Fall richtig, richtig cool. So. Morgen wieder Schule? Ja, leider, ne? Ich habe auch leider nicht frei. Das ist nur nächste Woche. Mal kurz hier auf mein tolles, smartes Gerät gucken. Genau. Morgen nichts frei. Leider. Leider. Das Bild, was ich gemalt habe, hängt schon. Muss dann mal noch Bilder ausdrucken. Ja, nice. Okay, so. Wir sind hier drin. Wie gesagt, Dux has arrived. Blablabla. Und bevor wir jetzt hier auf der Insel arbeiten, ich hole mal kurz schnell die Enten. Ich hole mal kurz einmal schnell die Enten. Mal kurz alles wegpacken. Oh Gott. So. Einmal kurz die Enten abholen und dann gehen wir gleich wieder zurück zu unserer Insel. Weil ich will mal gerne die Inseln holen. Zeigst du das Date bitte? Was meinst du denn, Fiesal? Was meinst du mit Date? Meinst du das Release-Date oder was meinst du? Ja, das weiß ich. Das weiß ich. So, wir sind hier in der Lobby zurück, wie gesagt. Die Lobby hat sich auch leicht verändert. Also das Lunar New Year Update ist jetzt weg. Es fühlt sich dann gemein ein bisschen anders an jetzt hier, der Spawn auch irgendwie. Bisschen mehr huckeliger. Aber okay. So, wo ist die da? Talia ist da hinten. Ich werde ganz viele sehr tolle Bilder ausdrucken, wo du zu sehen bist. Selber das Bär-K-Bild und das Co-Bild so, naja, wert viel ausdrucken. Ja, also bin ich mal gespannt. Hör mal, kannst du mal ein Bild senden von deiner tapezierten von mir Wand. So, Tammy, nein, nicht Tammy, wird kaufen gehen. So, wir gucken mal. Das können wir schon so kaufen. Nice, wie gesagt, Darkspawn Egg hier. Holen wir uns mal. Weil nicht. Ah, nee, ist das so anders. Okay. Wir kaufen mal so. Ja, komm, 60 Stück. Kann man immer gut gebrauchen. Warum denn noch nicht? So, wir gehen mal kurz wieder zurück. Wir gehen mal kurz zurück und dann, so, werden wir mal kurz unsere neuen Mitglieder auf der Insel, ja, begrüßen. Eigentlich wollten wir so einen Teich. Aber wir haben keinen Teich, wir haben einen gefrorenen Teich. Das ist nicht so, ja, smart. Faust, ich habe 80.000 Ballstars-Bilder gestern ausgesucht. Ja, warum nicht, ne? Die Tinte freut sich auf jeden Fall. Und die Unkosten dazu nicht dazu. So. Dann warten wir mal kurz ein bisschen und dann geht's ab. Bau heute einen Teich, das kann man machen. Mal gucken, obwohl wir haben ja eigentlich, also wir haben keinen richtigen Teich, aber wir haben so eine Bucht haben wir ja bei der Pirateninsel. Wenn man das Pirateninsel nennen kann. Hallo Fabi Chen, sehe ich gerade im Chat. Ich muss sagen auch, der Only Bad Wars Livestream beim letzten Mal, der war schon hart. Der war schon, da waren echt viele Leute dabei auf jeden Fall. Das war schon sehr krass, fand ich, also krass halt in dem Sinne halt von impressive. So, wir warten kurz noch ein bisschen hier. Wie gesagt, nebenbei, ne? Falls man ihn auf TikTok folgt, gut ist, denn da wird er niemals ein paar Dinge vergessen, nicht vergessen, verpassen. So. Ach ja. Und das Horrorvideo habe ich auch schon aufgenommen für VR. So. So, wir müssen noch gucken, haben wir noch Platz auf der Insel für einen Teich, ne? Ist die Frage. Also, offiziell haben wir keinen Teich.
Also da hinten wäre der einzige Anführungszeichen Teich. Hallo Diego, komm stream. Willkommen im Stream. Mal kurz hier rüber. Oh. So. Das wäre hier der einzige Teich so gesehen. Und ah komm, wir planen. Alter, dann plumpsen die locker hier wieder rein und landen hier wieder. Oder. Ja, macht auch keinen Unterschied. Also ich müsste eigentlich einsperren. Es wird Zeit für einen Teich. Ja, also, wir müssen mal gucken, wie gesagt. Kommt heute Bed Wars 1 vs 1 Lucky Blocks. Ich muss mal gucken. Ich wollte ja mal mit Aberok. mit Aberok mal so ein 1 gegen 1 machen. Muss ich nochmal anschreiben. Oder mit Bapo mal gucken. Denk gerade nach. Das ist ja die Industrieinsel. Wir haben noch die Halloween. Wir haben so viel Baustein hier, ne? Ist alles angefangen und nie vollendet, ne? Oh Gott, es leckt. Oh, es leckt. So, jetzt aber. Hier ist alles angefangen und nie vollendet. Komm, wir machen erstmal. Ich würde sagen, wir machen heute erstmal die Steine sogar fertig. Die neuen. Und nutzen hier noch eine prosoische Insel wieder. Ja. Wir brauchen Stonecutter. Ich habe gesehen, die wird halt noch so eine andere Maschine, so eine klumprige Maschine. Ich weiß nicht, was das für eine war. Oder kurz. Was hier los wäre erstmal. Es muss ein bisschen verwildert aussehen. Ja, das ist das Ding halt, ne? Das, also tropisch enden. Naja, ob das so passt, ich weiß ja nicht. Aber wir gucken mal. Hier war irgendwo eine Maschine, habe ich gesehen. Die war rund. Und die hatte Divi auch genutzt, um das zu machen. Ich weiß, ob ich jetzt nur einen Sehfehler hatte oder ob das... Irgendwas hat das hier. Genau. Eigentlich nur die Polish Station. Okay. Haben wir die? Haben wir die? Industrielle Polish Machine. Haben wir. Perfekt. So, das wollte ich gerade suchen. Ich habe den Namen nicht gewusst, deswegen. Wie gesagt, falls ihr mit reinkommen wollt, hier auf meine Insel, der Code müsste in der Gruppe stehen. Ich gucke kurz mal nach. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Ah, okay, ist nicht drin. Okay, ist nicht drin. Oder ich mach's kurz nochmal. Tut mir leid. So, jetzt aber. Jetzt ist der Code drin. Das heißt, wenn ihr reinkommen wollt, Code ist in der Roblox-Gruppe. Einfach der Roblox-Gruppe beitreten, mit Ausrufezeichen mitspielen und dann ist er schon da. Was macht der Mailman eigentlich hier schon wieder? Ich dachte, der wäre schon... Ach, okay, komisch. Egal. Hier, okay. Okay, können wir nicht Ask to Leave machen. Auch perfekt. Okay. Wie gesagt, wenn ihr mitspielen wollt, einfach der Roblox-Gruppe beitreten und dann könnt ihr schon hier mitmachen. Genau. Ich wollte gerade die Police Station aufbauen, da hinten. Und den Schmelzer. Können wir ja eigentlich auf die Industrien auch setzen, ne? Oder gleich ans Lager. Aber wir machen das nur so fürs Video nachher. Ja? Dass ich dann halt schon was vorbereiten kann. So. Wir stellen das mal hier hin. So. Und so. Dann holen wir uns einen Conveyor Belt. Und wir holen uns einen Co-Totem. Ganz genau. So. Wer ist braucht der? Der braucht auch einen. Okay. Der brauchte auch einen. So. Mach die Halloween-Kürbisse weg. Halloween-Kürbisse? Machst du die am Spawn? Ach nö, ich finde die schön. Ich finde die kann man lassen. Die kann man lassen. Ich muss mal kurz auf den Changelog gucken von Islands. Da, okay. Oder? Added Polish Curved Tile Blocks. Okay, also, ja, okay, wir müssen das ein bisschen selbst raus experimentieren, weil es nicht genau da drin steht. Auch ein bisschen kacke, aber egal. Ja, genau, wir werden es mal kurz so machen. Wir werden jetzt hier erstmal die Steine fertig machen, ganz genau. Alles kurz hier weg. So, und dann nochmal kurz mal Stone raus. Wir haben jetzt nochmal bis jetzt. Haben wir Stone und Stone Bricks. Das, was wir jetzt bis an sich seit davor dem Update hatten. Und jetzt haben wir neue Sachen. Ich stelle es mal kurz hier auf. Warte. So. So, ne? Dann machen wir hier mal kurz das rein.
Dann haben wir das hier und das hier. Marble haben wir auch noch, sogar lustigerweise. Ich glaube, das müsste funktionieren. Ne, das funktioniert nicht. Oder was? Das hier? Ich bin gerade ein bisschen unsicher, was nochmal was war, aber irgendwas war hier was. Mal kurz hier aufheben. So, dann haben wir jetzt hiervon den hier. Und wenn wir den nochmal hier reinpacken, meine ich, und aus den hier nochmal hier in den Stonecutter reinpacken, müssen wir nochmal ein Upgrade davon bekommen. Wir holen das mal kurz raus. Hier kann ich join, Ausrufezeichen mitspielen. So. Mal kurz holen. Und dann meine ich, müssten die... Oh nein. Nee, doch hier rein. Okay. Nee, hä? Warte mal, pack mal kurz weg. So. Und konnte noch irgendwie... Wir gucken mal. Oh, war das hier? Ich glaube, es war hier. Man konnte noch irgendwie nochmal ein Upgrade machen. Es gab von den Stone sehr viel Neues auf jeden Fall. Wir gucken mal kurz. Wie geht's? Mir geht's gut, Ruben. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Kannst du bitte auf meine Insel kommen? Später natürlich wegen einem Minigame für free Sachen würdest du kommen. Wie gesagt, wir müssen mal gucken, wie das mit dem Inselwert aussieht. Aber, so, dann haben wir nochmal hier eine Upgrade-Version. Ich meine, die müssen wir jetzt irgendwo hier reinpacken. Gucken wir mal kurz. Genau, hier, glaube ich, nochmal wieder. Müsste eigentlich funktionieren. Genau, ja, genau. Es war so ein bisschen langsam, deswegen, ne? Braucht ein bisschen. Was ist dein Join-Code in der Rollos-Gruppe? Steht alles in der Rollos-Gruppe. Einmal beitreten, mit Ausrufzeichen mitspielen. So, genau. Und daraus wiederum, aus dem Brick, wenn ich längen würde, bekommen wir dann nochmal einen neuen. Und das sind die ganzen, also diese drei hier, wo ich gerade drauf zeige, die neuen Stone-Sachen, die wir bekommen können. Deswegen, auf jeden Fall richtig cool, gefällt mir sehr. Ich fand ja allgemein, es fehlen immer so ein paar Blöcke so, ne? Und auch wenn es nicht neue Blöcke sind, aber die machen es auf jeden Fall. So, dann Aquamarin. Aquamarin-Blöcke kennen wir auch, ne? Haben wir hier einmal Aquamarin-Blöcke, dann haben wir das schon die Smooth-Variante. Wir müssen noch kurz, glaube ich, das hier reinballern. Dann würden wir daraus die normale Brick-Variante bekommen, wenn die jetzt gleich kommt. Achtung. Machen gleich noch mehrere raus. Aber das ist eigentlich nur hier, das die Polish Station ist halt nur, das, um alles zu glätten. Das heißt, warten wir kurz einmal hier. Wenn die Maschine ein bisschen braucht. Und daraus können wir erst dann die normalen Brickstones machen. Und aus den Brickstones können wir dann die Polish-Variante machen. Genau, hier ist die Brickstone-Variante. Hier kannst du mal kurz hinpacken. So, ne? Und schon der nächste. So. Den können wir wieder hier reinballern. Und da bekommen wir wieder eine neue Version raus. Warten kurz. Die Wolken sind in der Nacht jetzt schwarz. Sind die das? Ist mir nur nicht aufgefallen. Ich meine, die werden das schon davor schwarz eigentlich. Aber wir gucken mal. Ah, komm. Hä? Ah, okay. Okay, genau. Wie gesagt, dann bekommen wir aus dem hier, aus der smoothen Variante, eine bisschen cleanere Sache. Aus den Aquamarin-Blöcken, wenn wir die hier reinpacken, ne, bekommen wir dann die Smooth-Block-Variante raus. Und aus den... Oh Gott. Und aus dem hier, aus dem Brick, bekommen wir dann halt diesen diamantförmigen Aquamarin-Schüsselblock, sagen wir mal gern zu. Und der sieht richtig, richtig geil aus. Ich meine, wenn es dunkel wird... Ich meine, die waren schon auf Forderung, aber ich kann mich jetzt nicht genau erinnern. Aber wie gesagt, das ist hier, ne, dann die letzte Endstufe-Variante. Und dann haben wir noch aus Smooth, also Slate, haben wir auch natürlich was, ne? Mal kurz hier rausholen. So, wir haben gesagt Slate, ne? Dann haben wir, warte, Slate Bricks, denn die hier. Einmal kurz wieder runtergehen, danke. Dann, seit neuestem, können wir auch hier was rausbasteln. Mal kurz hier wieder bepumpen, so. Da ist jetzt was drin. Slate, okay. Dann können wir daraus hier noch was machen. Müssen kurz ein bisschen rumexperimentieren. Ich weiß nicht ganz genau, was es mal war. Ja, wie gesagt, wenn du da drin rankommst, dann können wir gerne machen. So, und... Oh Gott. So. Daraus bekommen wir dann den... Smooth Slate Brick. Das ist ja der hier. Hier hinten müsste jetzt der... Ja, okay, der braucht ein bisschen wieder mal, weil der Server-Alarm steht, weil der Alarm arschig ist und hinterher hängt, so. So, wir warten mal kurz auf die Maschine, bis sie reagiert. Da ist er auch schon fertig, danke.
Und dann haben wir nochmal hier von dem, da fehlt irgendwie eine Variante, wo auch immer. Also es gibt hier keine Smooth Slate Brick Variante, mein Gott. Und da ist jetzt auch von die geschüttelte Variante so gesehen, wenn die Person mal runtergehen würde, danke. So, wie gesagt, das hat die Version davon. Und das gleiche bei den Bricks gibt es auch nochmal natürlich in, was soll das mal, glaube ich, nicht Quarz, das hieß ja immer anders. Ich lasse mal Quarz dazu. Ne, das ist der Bone Block, wo ist das mal? Oh Gott, so viele Items. Nein, und die Glasblöcke, wo ist es denn? Genau, Marble, da gibt es natürlich auch jetzt wieder neuere. Das heißt, wir können mal kurz hier beide reinhauen und hier den reinhauen. Hoppala, so. Und wie gesagt, dann bekommen wir auch noch da welche raus. Kannst du mal kurz hier setzen, einmal schnell. Wie gesagt, einmal hier Marble normal, Marble Brick, Marble... Oh, ich weiß gar nicht, wie die nochmal... Ich glaube, die wird so gecraftet, die Säule sogar. Genau, ich meine, die Säule wird gecraftet. Hier haben wir schon was rausbekommen. Das ist aber jetzt der neue Smooth Marble Brick. Das heißt, einfach die gleiche Variante nur als Marble. Finde ich sehr clean auf jeden Fall. Und, wie ich es aufheben kann, bitte. Genau. Dann haben wir hier nochmal die Marble Tiles. Aber aus den Marble Tiles können wir nochmal eine andere Version machen. Ich mache mal kurz dann die, nochmal weitere Marble Tiles Version daraus. Also, das ist noch beides hier drin, natürlich, ne? Wir hören noch kurz auf beide und dann haben wir eigentlich schon die Blöcke so gesehen alle abgeklappert. Hallo Martin, willkommen im Stream. Bin jetzt auf deiner Insel. Nice. So, wir waren kurz auf der Maschine, weil wir wissen ja, dass immer so den Server ein bisschen beeinträchtigt. Kannst du Frost Stone Bricks machen im Stone Cutter? Ja, das kann man. Ist schon ein bisschen länger. Aber ist mir erst später aufgefallen. So, warte, da sind sie jetzt. So, warte. Aufheben, danke. So. Und wie gesagt, dann haben wir hier diese, ich nehme jetzt immer gern versetzte Steintextur oder Stonebrick-Version. Und dann, diese geschüttelte Version ist dann hier so eine, warte, so, ist hier so eine Viereck-Whatever-Konstruktion halt, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So. Nur komischerweise, wie gesagt, hier fehlt eine, das wäre dann die Smooth-Brick-Variante von den Stone-Bricks. Aber ansonsten ist ja alles vertreten. Wie gesagt, das sind die neuen Blöcke. Richtig cool. Ich kann das kurz mal zeigen hier. Das Compact Ice, wie man das nochmal hier in einmal, ja, Stone Brick Varianten machen kann. Deswegen, wollen wir kurz wissen auf die Maschine und dann kann ich mal kurz die Stone Brick Pack Ice Variante nochmal zeigen, die ich schon längst gibt, aber die ich irgendwie verpennt habe. Und ja, ich habe ja auch letzten Stream, also letzten einen Stream, vor 2 Wochen, habe ich ja auch hier von einem Zuschauer, wo ist es nochmal? Genau. Die Legacy Fruit Processor bekommen. ist wie gesagt so ein Test-Item, ne? Aber ist sehr, sehr selten. So, das ist, seht ihr? Rutscht schon weg hier. Ja, so, wir können mal kurz zur Eisinsel gehen. Mal kurz hier hin. So. Ich habe wohl 100 Smelter free bekommen. Willst du 60 davon? Also sag mal so, wenn du mir welche geben willst, gerne, ich nehme die immer gerne an. Wie gesagt, hier, ne, wir haben kurz hier einmal kurz meine Spitzhacke hole. So. Oh, nein, das war der Schnee, das wollte ich jetzt nicht machen. Snow. Er geht auch vom Schnee auch die Kompaktversion auf, so lustigerweise. So. So, dann sehen wir hier, ne, ist nochmal ein Ticken heller, also... Das Eis ist ein bisschen dunkler, dann kommt das Packed, die Packed-Version davon, die ist ein bisschen heller und dann kommt die Stein-Packed-Version davon. Mein Gott. So, wie ihr seht ja schon, na, den Kontrast dazu, der ist schon ein bisschen anders. Spielst du am Ende noch Bedwars? Natürlich. Also es gibt keinen Stream, kein Island-Stream, wo wir am Ende noch ein bisschen Bedwars spielen. Und ja, wie gesagt, das ist halt die Version davon und die, ja, Eis-Version. Wie gesagt, es gibt nochmal hier die, warte, Snow- Oh, kompakte Snow Block Variante. Die sieht dann. Oh, das ist jetzt nicht. Warte. Nochmal neu. Die ist die hier. Also seht ihr, die ist schon cool. Da kann man, glaube ich, besser auch das Ego mitbauen. Wenn wir mal kurz hier gucken. Einmal kurz hier abbauen so. Lass mal kurz hier so nebenan stellen. Mal gucken, sieht es kacke aus oder nicht. Ich finde, das sieht noch ein bisschen mehr Iglo-haft aus. So, ne? Wenn ihr mal guckt, das sieht doch schon wesentlich mehr nach Iglo aus. Aber ja, wie gesagt, kurz kleines Beispiel. Das dazu.
So, wenn die Kisten hier leider nicht überfüllt sind. Okay, da ist was drin. Okay, wir nehmen mal kurz die Kisten. Wir nehmen mal kurz die Donator-Kisten. Wie gesagt, mal kurz leer machen. Wieso ignorierst du uns? Also, ich weiß nicht, wann du geschrieben hast, aber wie gesagt, wenn dir viele schreiben, dann kann das sein, dass ich ein paar überlese. Deswegen muss bedenken immer, ich kann nicht alles lesen. Du musst schon ein bisschen öfters mal reinschreiben. Natürlich nicht zu oft, nicht reinspammen, ist ja klar, ne? Aber, oh Gott, es leckt. Aber ab und zu mal reinlesen, reinschreiben, dass ich das wieder sehe, weil es geht sehr schnell unter. Bin jetzt auch da. Kuss, Kuss, Ehre, willkommen. Oh, Beef schreibt mir gerade, da kommst du her. Ach komm. Ach man, er flexet mit seinem Pet, mit seinen Pets da. Mal kurz hier was schreiben. Kurz hier. Ach man. Mal kurz das hier schreiben. Einen Moment. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich suche gerade hier ein Bild. Da. So. So, mal kurz geschrieben. Einmal kurz geschrieben. So. Oh, Mann. So. Nee, nee. Also Beef. Nicht Divi, Beef. Divi hat da, ist mehr so... Der liest es schon, aber antwortet nicht, weil er halt, wie gesagt, sehr busy ist. Aber kann ich verstehen. So. Kann ich einen Screenshot bitte? Heiße Tanker Stinky. Wo ist ein Tanker Stinky eigentlich hier? Also, wenn du hier drin bist, kann man machen. Wenn du nicht hier drin bist, geht's schlecht halt, ne? Faust, hab in 20 Stunden 30 Wins gemacht. Ja, nice. Das ist ja nice. Schau mal, wir können mal kurz Beef fragen. Mal kurz. Wir können mal kurz ein bisschen Beef fragen. By the way, would you be. Interested in a 1v1 Lucky Blocks Battle. More in. If yes, I will tell it after my stream in detail. Lol. So, haben wir kurz geschrieben, weil dann wird unser Beef der erste sein, den wir 1 gegen 1 im Lucky Blocks Battle vernichten werden. Genau, weil, ne, also eigentlich fehlt noch ein normales 1 gegen 1 über Beef, bei Beef, über Divi, aber das muss auch noch natürlich nicht sein, ne. So, wir müssen mal kurz gucken, was soll ich machen? Genau, einen Teichbond, ich hab eine Idee, warte, ich hab eine Idee. Das wäre eigentlich so das umwelt nicht freundlichste, was man machen kann. Aber, was wäre, wenn wir hier einen Teich reinbauen an die Ölinsel? Oh, an die Kopperinsel. Ey, das wäre doch geil. Also, hier ist so ein wenig Platz, den passt es nicht so, ne? Aber, lass mal hier hinbauen. Und muss ich kurz die Baumfarm-Screenshotten, weil ich nicht kaputt mache und vergesse. Auch wenn ich ein Tutorial dazu hochgeladen habe. Aber ich mache mal kurz einen Screenshot davon. Und dann machen wir ein bisschen Platz, falls der Platz benötigt wird. So, den habe ich. Halte ich mir für später. So. So. Ich meine 2 Stunden Faust. Ach so. Ja, trotzdem. Ist doch trotzdem gut, hör mal. So. Wir werden jetzt hier was versuchen. Wir werden mal kurz das hier abbauen. So. Und jetzt versuchen hier einen Teich für die Enten zu bauen, neben der Anlage. Ist nicht sehr umweltfreundlich, aber interessiert ja eh keinen. Oh Mann, komm, wir bauen jetzt hier eins hin. Wir bauen eins hier hin. Einen kleinen Teich für die Tierchen. Ein kleines Teil für die Tierchen. So, ich muss kurz was nochmal suchen. Einen Moment bitte. Sagt, wer zwar Mundtor, deswegen ist es ein bisschen einfacher. So. Oh, Beef haben wir responded.
So. Okay, also Beef kann momentan nicht, ist auch okay. Ich zwinge ja keinen hier. So, wir machen jetzt den Teich für die Entchen frei. Ich würde ja gerne so eine Brücke hier noch drüber haben, so eine Mini-Brücke, wirklich so Mini-Mini-Mini-Brücke. Nur ich glaube, da müsste ich hier noch ein bisschen was umformen bezüglich des Terrains. Aber wir gucken mal. Wir machen mal kurz hier so einen Weg hin. Was ist das Schreiben? Einen Moment. By the way, das sind wir gerade noch ein. Wenn ihr, wie gesagt, mitspielen wollt, hier auf meiner Insel, weil hier schon so viele sind, dann, wie gesagt, einfach mal hier auf Explore gehen, dann den Join-Code hier eingehen, der ist hier oder in der Roblox-Gruppe und dann könnt ihr schon mitspielen. Mal kurz noch nebenbei anmerken, falls ein paar neue dazugekommen sind. So, jetzt aber. So, heute auch Insel bewerfen? Natürlich. So, mal kurz wieder den Plünder hier wegmachen. Und mal kurz wieder weg, danke. So, wir machen mal kurz hier einen Loch rein. Müssen wir mal gucken, wie wir das Loch reinmachen. Aber wir kriegen ja schon locker irgendwie rein. Als Freund leider nicht. Wie gesagt, für die Leute, die mir als Freund enden wollen, ihr könnt mal in den Chat reinschreiben, Ausrufezeichen FA. Dann seht ihr eine Antwort zu dieser Frage, ob ich eure FA auf Roblox annehme. So, wir machen kurz hier so einen großen Teich schon. Der soll ja schon ein bisschen groß sein für die Enten. Deswegen machen wir mal hier einen Teich für unsere kleinen Enten hin. Und dann... Ja, so, mal kurz gucken, dass es auch so natürlich wie möglich nur aussieht. Also wir natürlich hier nichts überschreiten. So. Das reicht doch. Die Enten sind eh nicht groß, deswegen, ja. Und ich finde auch gut, dass sie die Enten so im Island-Stil gelassen haben, nicht die von Bedwars rübergenommen haben, weil ich würde sagen, dass sie nicht so nach Bedwars, also nach Islands passen, die Bedwars-Enten. Deswegen finde ich es gut, dass sie halt nochmal separat sind. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Smart wäre natürlich erstmal einen Boden zu bauen und dann das Wasser einzufüllen. Muss mal gucken, wie man das eigentlich jetzt überhaupt. Oh. Wir machen das folgendermaßen. Wir holen mal Sand. So. Wir holen mal Sand. Und wir holen Sandstone. In Orange, weil ich werde mal jetzt hier. Ich werde jetzt mal hier. Warte, wir brauchen noch. Ja gut, wir machen den Teich irgendwie so. Ich werde mal hier etwas so machen. Ich werde den Sandstone in Orangen nutzen, um mich zu orientieren, wo ich dann die Löcher dann nachher für das Wasser mache. Das heißt, wir machen erstmal hier ganz normal alles voll mit Sand. Da gehen wir noch eine Ebene tiefer. Und machen dann... Hey! Machen da dann raus dann den Teich. Ja, also Naturbauen, Terrainformen bin ich auch ganz gut hier in Islands. Das ist, dann hängt dann wieder bei den Gebäuden irgendwie ein bisschen ab. Aber das liegt daran, weil Islands ein bisschen so, ja, nach Kuddelmuddel-mäßig unterwegs ist. Bezüglich den tollen Varianten an Blöcken. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen verbessert, klar, aber ich will noch mehr Farben halt wünschen, ein bisschen. So. So. Zack. Wir gucken mal. So, und jetzt bauen wir kurz noch eine Ebene tiefer. Am besten hier so. Soll ja schön tief genug sein für die Enten. Nein! Oh. Also natürlich soll es nicht zu tief sein für mich selbst, ne? Sonst fahre ich ja durch, aber... Ja. Ja, Skimmelwerten mache ich ungern, weil sonst wollen alle sofort. Und dann hängen uns wieder an den... Skimmelwerten auf. Ich will ja nämlich um Islands konzentrieren und nicht Skimmelwerten. Das kann man mal beim anderen Mal machen. So. Mal kurz hier das so aufbauen. Ich habe hier keinen Sound, fällt mir gerade auf, ne? So. Ja, komm, hier, das nehmen wir noch mit. Und dann machen wir jetzt mal unten hier das noch zu. Einmal kurz hier den wegmachen. So, zack, zack, zack. Und dann machen wir hier jetzt ein Loch rein. Andersrum, wir machen das Loch zu. Wir machen hier rein. Es ist ja schon drin. So. Machen wir mal kurz hier alles pappedicht. So. Und füllen das jetzt mit diesen orangen Blöcken, dass ich nachher wieder einreißen kann. Zack, zack, zack. So.
So, perfekt. Und nochmal kurz hier in Ecke Sand. Perfekt, dann haben wir den Teich schon mal, den Umriss. Jetzt brauchen wir natürlich noch für diesen Teich Wasser. Ganz genau, deswegen holen wir kurz Water Buckets. Da habe ich noch genug von. Und die setzen jetzt mal hier in meinen hübschen kleinen Teich. So, jetzt natürlich eine Quali rauszukommen aus dem Teich wieder. Und wir gucken mal kurz, wo sie das Wasser ungefähr absetzt. Da hinten ist ein Loch noch. Machen wir mal kurz hier zu. Okay. Okay, dann machen wir nochmal hier. Also das Wasser wird jetzt noch ein bisschen... Aber okay, Island Side, ne? So, machen wir so. Irgendwie alles vorknallen. Irgendwie wird es schon hin funktionieren. Hier ist zu, hier ist weg. So, 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 da hinten. Ja, dann haben wir den Teich. Reißen noch hier ein. Dann setzt sie das Wasser nach unten ab. Oh, jetzt hab ich da... Nein. Oh, oh, warte, warte, warte. So, 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 so. Einmal kurz alles abreißen. So, perfekt. Sieht an. Der Bauprofi. Nur für eine Brücke sehe ich gerade. Das ist ein bisschen doch noch sehr klein. Ja, also eine Brücke können wir nicht hinbauen. Das wird ein bisschen, glaube ich, doch sehr eng dann. Und sehr kacke. Aber naja, guck mal. Wir müssen mal kurz die Baumfarm mal kurz abbauen. Mal kurz hier die Baumfarm abbauen. So, muss mal kurz ein bisschen weichen, das Teil hier. So. Und dann machen wir kurz hier die Insel so, wie sie vorher aussah. Mal kurz hier abreißen, den Teil. Dass wir ungefähr dann eine Übersicht haben von der normalen Insel. Fars, hast du mittlerweile ein Lucky Coinbag? Ein Lucky Coinbag. Ach stimmt, da war ja was, ne? Nee, das habe ich ein bisschen verschützt, ehrlich gesagt. Weil ich da gerade nicht so jetzt hinterher war. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Ich kann es mal eh irgendwo dann wieder erkaufen. Weil, wofür habe ich das Geld, ne? Ich sag mal so, ich habe das Geld, aber ich benutze es ja nie, ne? So. Jetzt, gucken wir nach. Was können wir noch hier hinpacken? Wir können... Es gibt auch Parkbänke, oder? Gibt es denn Islands Parkbänke? Ich meine schon, ne? Da können wir auf jeden Fall Zäune dran machen. Warte. Birch? Nee, wir wollen keine... Oh, komm. Wir machen mal Birch hin. Machen mal Birch hin, so. Müssen wir mal kurz ein bisschen weggehen, sonst kann er nicht bauen. Faust, hast du schon mal Pets and Eggs gespielt? Ja, ich hab's sogar aufgenommen sogar. Aber, weil es nicht so... Ach, Dirk, hör auf. Weil es nicht so gut läuft. Hey, Dirk, hör doch auf. Auf meinem Kanal, so wie ich es mir eigentlich erhofft habe, habe ich es einfach gecancelt. So. Deswegen kommen dann halt da entweder Bad Wars Videos oder nichts oder mal random Videos. Oh, 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 haben wir du. Also eine Gießkanne, die lassen wir nicht entgehen. Auch wenn das Server leckt. So. Wir gucken mal kurz, was haben wir noch hier? Wir haben hier nochmal eine Ecke. So. Oh, wow, wow. Also da sage ich natürlich nicht nein, ne? So. Haben wir eine Bench. Mal gucken. Wir haben eine Bench. Wir haben eine Wooden Bench. Und was ist das hier? Das ist eine... Nicht, dass wir es suchen. Aber hier. Machen wir das dran. Einmal kurz wieder weg. Muss mal kurz hier das platzieren. Mal kurz alle hinterher rennen, bitte. So. So, dann haben wir hier so eine kleine Parkbank. Na gut, die sitzt ein bisschen offset-mäßig da, aber passt schon. Dann machen wir nochmal hier einen hin. Komm, hoch hier. Zack, danke. Aber am besten nochmal hier so einen hin, dann kann man sich so hinsetzen. Hört man hinter im Hintergrund so ein bisschen die lauten Maschinen kreischen, die das da bohrt. Und kann sich die Appen hier angucken. Und dann hier, die füttern. Genau. So. Wir könnten hier noch Büsche setzen. Boah, es leckt sehr. So. Letztes Mal die zwei Büsche, die ich noch habe. So. So, dann haben wir jetzt zwei Büsche gesetzt und wir packen noch eine Laterne hin. Laterne. Nee, warte, jetzt nochmal Street Lantern oder wie? Boah, das leckt so wie die Hölle ist im Winter. Genau, das sind die hier gewesen, die ich wollte. So. Mal rüber hier. Nice. Server, bitte. Ich
will doch nur eine Lampe setzen. Mehr verlange ich doch gar nicht. So. Dann reiße ich die wieder ab hier. Wohl? Die reiße ich ab. So. Oh, wie schön das hier ist. Ein bisschen klein, aber wie ich mal gerne sage, fein. So, können wir noch einen Baum hier setzen eventuell. Apple, Avocado, habe ich keine Nummer 1. Warte. Jetzt, so. Setzen wir mal kurz hier. Wo setzen wir den Baum hin? Da, wo er am besten nicht stört, ne? Oh, komm. Das, lass mir doch nicht entgehen, Hammer, du. Das lass mir nicht entgehen. Blaue Geschenke. Auch wenn mich Makram hier damit wieder zupumpen könnte. Mach's trotzdem. So. Ich will gerne so noch einen Weg so rumbauen. So einen kleinen, wirklich kleinen Furzweg. Stone. Komm, lass mal die neuen Steine dafür nehmen extra. Gehen kurz nach hinten. Nehmen wir die neuen Steine dafür. Wenn du möchtest, kann ich dir Busche geben. Ey, komm, wir müssen hier rein, ne? Ja, also mir reichen 2 Büsche. Mir reichen die 2 Büsche. Ich bin vollkommen zufrieden damit. So. Ich bin vollkommen zufrieden mit der Busche. So, wir werden mal kurz hier warten, bis die Maschinen auch hier reagieren. Und dann werden wir uns daraus dann die Sachen holen. Industry Chest, die wollte ich gerade suchen. Kurz ein Blackout. Warte, mal kurz aufheben, wenn möglich. So. Und hier dran knallen. So. Weil dann kann ich hier die Steine hier reinpacken. Wenn. Okay, perfekt. So. Dann. Komm kurz jetzt die Kiste machen. Die müsste auch wieder schon randvoll sein. Genau. Mal kurz die ganzen Berries hier rausholen. Perfekt. Und dann wollen wir noch ein paar Bäume setzen. Jetzt setzen wir hier einen Baum hin. Und hier einen hin. Die müssten wachsen eigentlich. Das müsste möglich sein. Ich bin ganz ehrlich, diese Steine hier, ne? Ich finde die ja schön und so, ne? Aber ich finde die mega nervig auf einer Dauer irgendwie. Was würde mich noch freuen, wenn es so eine Einstellung geben würde, hier Gameplay oder sowas, hier, Gameplay, dass diese Steine nicht auf meiner Insel neu spawnen. Weil es ist ein kleines Detail, schön und gut, aber ja gut, die braucht man jetzt wirklich heutzutage nicht mehr, ehrlich gesagt. Hab lange kein 1 mehr gespielt, macht das noch Spaß? Ich sag's mal so, persönlich, mir fehlt viel in Islands. Es fehlt viel und was mich vom Spaß abhängt, das noch durchgehend zu spielen, ist der Lag. Angeblich soll ja was kommen. Ich weiß nicht, ob es noch kommt, ob es gecancelt wurde. Aber ich hoffe mal, dass irgendwann dieses Block-Update kommt, dass die Blöcke halt nicht mehr so laggen und dass man hier wesentlich flüssiger spielen kann. Weil wenn ich Shadows anmache, es laggt wie die Hölle. Das geht gar nicht fit hier. So, aber in der Zeit, wo wir müssen noch warten auf die Blöcke da hinten. Hol mal kurz mal die Enden raus. Oh, warte. Duck. So, und dass die Enten mir gleich nicht alles hier zu eiern. Wir noch kurz noch hier diese Duck-Teile oder diese Legeteile hier holen. Die ich ja auch hier drin habe, in meiner Scheune, die nie verendet wurde, wie alles in meiner kleinen Insel. So, mal kurz hier die kurz füttern. Ne? So, hier diese Teile, die Nests oder Nests, die Neste halt, ne? Birds like to root lay eggs in nests, genau. Machen wir 3 Stück davon. Und packen das hier mal in unsere Hotbar. So. Muss auf, leckt zu doll. Okay, tschüss. Oh, ich habe ein Loch hingezimmert, mal kurz. Mushroom. Mushroom, so. Dann ist das Loch zu. So. Gehen wir mal wieder zurück. Wir gehen mal wieder zurück zu unserem Teich. Und dessen mal kurz ein paar Places hin für die Ducks. Wie gesagt, ich will nicht, dass die mir alles da zu eiern. Hallo Felix, willkommen im Stream. Willkommen in Stream. So. Dann legen wir mal
Ja, komm, hier ein bisschen unauffällig eins hin. Hier will ich noch einen Weg bauen. Dann machen wir einfach hier eins hin. Das müsste eigentlich reichen. So, komm. Oh, mal gucken, wie viel können wir setzen eigentlich davon? Eins. Eine Ente, perfekt. Hä? Ah, die ist da, okay. Eine Ente, perfekt. Das heißt, wir müssen noch Animal-Dingsbums noch ein bisschen erhöhen. Nee, nicht mal Pets. Wo war das denn nochmal? Level. My Skills, genau. Wir müssen, wo ist das nochmal? Animal Care hochleveln. 46 sind wir, mal gucken. Eieiei, ich bin ja richtig hinterher noch. Okay, also wir müssen auf jeden Fall Animal Care ein bisschen leveln. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen um die Animals ein bisschen caren. Ja. Ach komm, wie süß die Ente ist. Oh, guck mal, wie knuffig. Hallo. Warte. Guck mal. Was essen die denn gerne? Bread, war klar. Hab ich Bread. Ich hab noch Bread für das Entlein. Komm mal her. Feed. Ich kann auch einmal feeden. Hab ich hier noch eine... Oh, wie heißen die Teile nochmal? Diese Sachen, wo man das Futter reinpackt. Ich weiß nicht, ob die daraus fressen, aber du kannst das versuchen. Wenn ich den Namen davon noch wüsste, natürlich, ne? Ah, ist die nicht sortiert, kacken. Okay, warte, wieso mal kurz. Wie heißt denn das nochmal, ist die Frage. Irgendwas in die Richtung. Ich würde es gerne jetzt mal finden. Da. Metal Fraud. Genau, die Frauds waren nicht irgendwas anderes, sondern die Frauds. Wir gucken mal, ob die Ente daraus ist. Wenn nicht, dann nicht. So. Mal gucken. Kommt sie? Eigentlich müsste diese Ente... Oh, man sieht so süß aus irgendwie. Oh, oder? Na. Traut sie sich? Oh, sie laggt. Oh. Entchen. Kommt sie? Ich weiß nicht, wo die hinrennt. Fahren wir bloß da nicht ins Loch rein. Ja, der Serverlag ein bisschen. Ja, wir gucken, ob die Ente es nachher frisst. Ist ja eh Full Slot, deswegen mal gucken, ob die Ente nachher das hier selbstständig raus ist. Oder auch die Eier legt da drin. So, wie gesagt. Oh, guck mal, hier, der erste Baum ist gewachsen. Das sieht doch cool aus. Das sieht doch schön aus hier. Okay, das müssen wir nur noch den Weg bauen. Die ist voll knuffig, ja, ne? Aber ich gucke den Stream weiter, bis du Battle spielst. Ehre. So. Polished Stone packen wir mal hier rein. Wenn ihr auch noch was reinpacken wollt, dann können wir kurz hier... Komm, ist ja egal. Zack, da. Können wir das machen. Perfekt, passt du auf die Ente auf? Das finde ich nett. Dann passt du auf die Ente auf. Wir brauchen noch diese Blöcke hier auf jeden Fall. Mal kurz entleeren. Wir müssen mal kurz entleeren, weil ich möchte ja gerne diesen Weg bauen. So. Smooth Stone. So, wir gucken mal. Weil ich möchte gerne so einen Weg ein bisschen so rumherum bauen. Das finde ich richtig cool. So, wir gucken mal. Oh! Warte, fast runterfallen. So. Ja, ich will's. Komm. Bisschen knapp dürfen wir dran bauen. So, und dann nochmal kurz mal Grass und Stone holen. Okay, hier fehlt ein Block. Warte mal, wir machen das weg. Das heißt, wir machen es mal hier fertig. Voila. So. Und so. Obwohl, warte. So, perfekt. Faust Entchen, ja, ne? Kannst du wieder Pet-Simulator-Views machen, bitte? Ja, ich muss mal gucken. Ich habe auf jeden Fall noch einen Pet-Simulator auf Lager. Ich muss mal gucken. Oh je. Ich hab schon gesehen, was hier alles stackt. So. Aber wie gesagt, Pet-Simulator
läuft nicht so gut, dass ich dann noch versuche, irgendwas rauszureißen, ist halt dann ein bisschen, ja, demotivierend. Dann mache ich lieber coole, aufwendige Bad Wars-Videos. Na gut, das ist ein bisschen kacke jetzt hier mit dem Baum, okay. Wir lassen es mal so stehen. So, machen wir noch einen Block. Und machen wir den mit Gras zu einfach. Und dann haben wir so einen kleinen Weg hier. Einen kleinen Gehweg. Ich finde, der sieht auch cool aus, irgendwie der Block irgendwie. Hat schon was. Der hat irgendwie was. Den fühle ich. So. Muss aber um 17 Uhr off. Ja, das ist ja kein Problem. So. Mal kurz die Ente ein bisschen streicheln. Hat die was schon mal gegessen hier? Nee, okay, die isst anscheinend, schätze man, nicht. Das heißt, wir müssen sie per Hand füttern. Wo ist sie? Da ist sie. Da. Feed. So. Ach komm, wie süß das auch. Ey, das ist so süß. Die Enten. Ich finde, komm, wie knuffig die sind. Ich finde die Enten in Islands. Also in Islands ist die Ente das süßeste, ja, Pet, whatever, das man sich holen kann. Wie lange bist du live? Wie immer. Wie immer, bis 19 Uhr. Kannst dich grüßen. Ich grüße Danny. Willkommen im Stream. So. Mal kurz die Kröte da einfangen. Zack. Und die auch nochmal hier. Zack. Den Hasen hier. Zack. Haben noch was irgendwie Geschwür rumlaufen? Ich glaube nicht, ne? Nö. Nö. Kein einziges Tier ist noch hier am Start. So. Ah, hier ist das. Immer kurz den leeren. Ehre. Auf jeden Fall Kuss an die Leute, die das hier reinpacken. Kurz hier mal rausholen. Oh, es leckt so sehr. Das sind auch so Dinge, die mir eines bisschen Spaß rauben auf eine Art. Weil es einfach halt in allen Kategorien ein bisschen halbwegs krass leckt. So. Gehen wir kurz hier rüber. Mal kurz gucken, was das Sirup hier macht. So, was macht das Sirup? Ich meine... Ah, nee. Okay, vergessen das. Das ist nicht das Sirup, das waren ja die Bäume. Oh, Alter, das ist überfüllt hier schon. Hilfe. Na komm. Ich krieg es ganz... ganz langsam geschmeidig raus. Boah. Krank. Kann man nicht das Sirup so verkaufen? Irgendwo? Ich meine doch, oder? Oh, wir werden das noch geschrieben. Oh, Junge. Der Englisch-Profi. Ich find's grad nicht. Egal. Hol das Entenei ab. Ich passe so lange auf. Ich hab doch Entenei schon noch. Ach so. Das hat gerade an sich ein Ei gelegt. Ach so. Dann holen wir es natürlich ab. Warte mal. Dann holen wir es natürlich ab. Bei deinem Titel für ich mich gleich angesprochen. Aua. Das war natürlich klar, ne? Das war natürlich klar, dass du angesprochen fühlst. Ah. Okay. Das ist ein bisschen kacke, weil die Ente nicht da das Eiligen tut, wo ich es gerne hätte. Aber okay. Ja gut, da können wir nichts mehr machen. Ich hole mal einmal kurz
Ich hole mal kurz was zu trinken, weil mein Hals ist sehr trocken. Ich bin gleich wieder da, einen Moment. Ich muss einmal kurz was zum Trinken holen. Bin gleich wieder da. So, was drin geholt? Einmal kurz die ASMR. Ja. Ne? Und kurz hier ein bisschen Wasser trinken. Immer schön Wasser trinken, Kinders. Super. Super, super, super. So. So, so, so. Okay, perfekt. So. Okay, so. Wollte man so einen Sorgkonter für diese eine kleine Szene, aber okay. Dann gehen wir kurz zu meinen zu meiner Ente. Ne? Und also sieht ganz gut aus. Ich finde, der kleine Mini-Teich, Park, whatever, der ist schon cool. Nö, nur mit den Fan-Kuchen verarbeitet. Okay. Ja. Wo ist die Ente eigentlich? Ah, Junge, die läuft aber richtig weit weg. Ich hoffe, die rennt nicht zu weit weg von ihrem Spawnpunkt. Wäre nicht so cool. So, in der Zeit laufen wir. Wenn man eine Frage hat, dann sollte man sie auch stellen. Oh, Ehre. 31 Open Purchase, nehmen wir gerne an. Wie alt bist du? Dafür am besten mal... Oh, warte. Oh, ja. Oh, perfekt. Dafür am besten mal meine Q&A-Videos, die ich hier rausgekauft? Oh, ne. Dafür am besten meine Q&A-Videos angucken. Da ist alles erklärt. So. Was ist hier noch drin? Ist hier noch was Geld vielleicht drin? Nö, okay. Ist in den, genau, in den Q&A-Videos, genau. Was muss ich machen? Ich wollte irgendwas machen. Genau, ich wollte gucken wegen Kochen. Hoppala, nein, verkehrter Knopf. Go back. So, ja, schön gelesen. So. Ah ja, hier. Nee, das war ja schon vom letzten Update. Gibt's nicht irgendwas Neues für Enteneier? Oder gibt's hier ernsthaft nichts für Enteneier? Also wenn man mir ehrlich sagen, es gibt Enteneier, die wir nicht konsumieren können, außer verkaufen oder wie? Ah, da hier, Scrambled Duck Eggs. Ah, Poached Duck Egg. Okay. Ich hab nichts gesagt. Kann man doch keine Animation. Hä? Warte mal kurz, hab ich was verpasst? Wie macht jetzt ein Poached Egg? Habe ich hier eine Workbench verpasst? Hab ich hier irgendwas verpasst irgendwie? Aber ich hab doch da unten. Factory, mal gucken, vielleicht hier. Nee. Utility? Auch nicht. Ja, schwer. Wie verarbeitet man das Ei, dann ist die Frage. Ich kann es da anscheinend ja. Obwohl was. Ja, wir. Oder? Nee. Hä?
Oh, das ist. Poached Duck Egg, ja. Chat, wisst ihr, wie das geht? Ich bin weg, okay? Ja, okay, tschüss. Wisst ihr, wie das geht, Chat? Wie man ein Poached Egg macht? Da bin ich gerade ein bisschen überfordert. Hallo Max, komm stream. Willkommen im Stream. Da bin ich gerade irgendwie ein bisschen überfordert, wie man so ein Poached Egg macht. Und muss man es irgendwie gegen die Wand knallen und dann irgendwie aufkratzen. Kann man das... Man kann nichts damit machen, ne? Oder... Ne, ist ja Mayonnaise. Ach, warte mal. Ne, macht ja immer noch keinen Sinn. Hä? Okay, tschüss. Mach vielleicht in den Ofen. Glaubst du, in den Ofen? Was ob, hä? Also... Eier in den Ofen machen, das macht halbwegs Sinn, wegen, naja, was in die Pfanne macht. Aber in den Ofen zu legen, ist ein bisschen hardcore, glaube ich, sogar. Hallo, Flixplatz, willkommen im Stream. Willkommen im Stream. Und Kuss geht auf jeden Fall raus an die ganzen treuen Zuschauer, die noch hier aktiv am Stream, am Zugucken sind. Wir waren auch, glaube ich, höchstpeak hier fit Zuschauer wieder in einem Stream. Auf jeden Fall Kuss, Kuss. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, die Glocke aktiviert habt und einen Daumen nach oben da gelassen habt, dann tut es auf jeden Fall jetzt, denn es würde mich sehr freuen und dem Algorithmus auch. So, wir warten mal kurz auf das Ei hier. Wir warten mal kurz auf das Ei, weil wenn ich das Update-Video machen tue, werde, dann würde mich das halt sehr ja, interessieren. Oh Gott, der Server. Ey, ja, das Spiel ist, ja, was soll man sagen? Was soll man noch sagen? Ich finde es auch gerne, wenn man diesen Ofen auch mal backen könnte. Einfach so diese kleinen Features, so wie bei beim Kühlschrank. Das war ja auch was, so ein kleines Feature, so, you know? Okay, das braucht noch Ewigkeiten, bis es fertig ist. Was ist eigentlich hier drin? Weil es nichts, also kannst du weg. Okay. So. Die meisten verfolgen Dirk. Okay. Wo ist denn Dirk eigentlich? Da hinten, okay. Ja gut, ne? Denk grad nach. Ja gut, bis die, also die Ente soll, habe ich gehört, Ewigkeiten brauchen, um auf jeden Fall groß zu werden. Deswegen, da kann ich jetzt nicht viel machen. Was können wir denn noch machen, ist die Frage. Wir können euch das Lager noch mal ein bisschen weiter ausbauen und sortieren. Die ist immer noch so klein, ne? Die ist nicht größer geworden. Ey, das knuffig mit der Ente, ne? Oh, Mann. Wann spielst du Bed Wars? Später. Ich spiele Bed Wars später. Wir spielen gemeinsam Bed Wars etwas später. Dann spielen wir ein paar normale Runden. Und dann spielen wir auch ein paar Community-Runden. Was macht eigentlich der Ananas hier? Was macht eigentlich der Ananas-Spawner hier? Oh, der hat aber gut abgeworfen. Der hat aber gut abgeworfen. Hallo, Herr Future Space. Und hallo, Hannover. Willkommen im Stream. By the way, Herr Future. Ich bin jetzt ein Pro und spiele jetzt auch Fortnite. Bin einfach krass geworden. Ich sag's euch, Leute. Ich bin in jedem Game krass. Egal was für ein Game. Ich bin überall krass. So. Mal kurz hier abpicken. So. Zack. So, mal kurz ein bisschen abgreifen. Für Fortnite, ganz genau. Für Fortnite. Lager. Lager. Schnell zurückrennen. Mal kurz Bunker checken. Bunker ist ein Grasblock, okay. Kennt ihr eigentlich das Spiel Cut? Und ich kann ja kurz reinschauen, warte. Kennt ihr Cut? So. Machen wir kurz eine kleine Umfrage, die mir gerade so eingefallen ist.
Ey, ist fertig, fahr aus. Komm ich gleich, dann komm ich gleich. Mal kurz hier das Lager nochmal abchecken. Im Status. Status Quo. Immer kurz hier der Checkpoint auch aktiviert werden würde. Weil ich keinen Bock gehabt, wieder runterzufallen. Bitte. Danke. So. Mal kurz reinlunzen. Was macht hier die Sache? Okay. Das ist jetzt alles Stil. Ich guck mal kurz, was das Stil nochmal hingeht. Ich will mal kurz mal einmal gucken, wie die sich so geschlagen hat, die Maschine. Okay, also hier hinten geht's Stil rein. Hä? Wie? Mal hier hinten soll Stil reingehen, in die Kisten. Warte mal. Oben. Der erste ist... Steel Ingots. In welche Richtung geht der eigentlich? Andere Richtung. Also müsste eigentlich hier das Steel reingehen. Ah, oh. Okay, ich glaube, wir brauchen noch ein paar neue Input-Output-Chests. Input-Output-Chests mit allen K2-Sachen. Ich glaube, bei Steel macht das auch am meisten Sinn. So. Geile Umfrage. Kenne es, aber spiele es nicht. Ja, ne? Ja, Cut ist so wie Murder Mystery, nur als, als Death, also als, großes Deathmatch. Es gibt da kein großes, also es gibt da ab und zu mal auch so ein paar kleine, AK, also so kleine Spielmodis, aber Hauptsache ist das halt so, ja, wer halt die meisten Kills halt in der Runde macht oder so. Einfach so fun-mäßig so unterwegs. Das ist schon ein cooles Spiel. Ist schon ein Spiel, spiele ich auch sehr gerne. Ist ein echt cooles Spiel. So, Slap. Wir wollen das Slap. Wir wollen das Slap. Wir müssen slappen. Hier, nimm den Slap. Zack, 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 zack. So. So, so, so. Mach noch kurz so eine zweite MK2 dran, aber ich weiß nicht, wie schnell die sich füllen bei der Produktion. Aber wir sehen, es funktioniert. Es funktioniert. Und wo geht die eigentlich lang? Achso, ich komme von oben, okay. Okay. So, dann haben wir das auch schon mal drin. Was macht eigentlich das Copper? Das Red Cop. Obwohl, das ist gar nicht angeschlossen, ne? Ne, ist gar nicht angeschlossen. Okay, 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 okay. Genau. Wir reden mal kurz ums Eck. Okay, wie machen wir das? Ich will auf jeden Fall alles auf eine Ebene schieben. Das heißt, am besten wäre ja, wenn das alles hier reinkullern würde dann. Das heißt, du musst auf jeden Fall so einen Knick hier reinmachen. Oh, ist eine Frage. Bekomme ich Starfruits? Wenn ich dir die Starfruits geben würde, dann wollen andere Leute auch. Und das ist ein bisschen Unfall. Deswegen leider nein. Ah, Mann. Wie heißt das Game? Islands. Islands heißt das Game. Ein sehr laggiges, sehr ruckliges und kopfzerstreubendes Spiel. Um es mal kurz grob zu erklären. So, was ist denn hier ein Conveyor-Belt eigentlich überhaupt? Egal. Mal kurz ein bisschen umbauen. Das können wir hier abreißen. Wann kommt das Performance-Update? Fragezeichen. Das ist eine gute Antwort. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mir wurde es mal gesagt. Ob es kommt, ist fraglich. Input, Output. So. Passt perfekt. So, warte. Da haben wir eine Corner. Nee. Eine Right. Eine Right MK2. Ah, komm, es sind so Plätze hin. Warte. So, und. So. Nein! Mann. Warte, wir machen mal. Ja, komm. Ich sehe schon hier Dirk und mich wieder triggern damit. Aber nicht mit mir, Dirk. Nicht mit mir. Wollen wir hier ein bisschen einen Block hier haben. Slap. Wenn es nicht so laggen würde, dann kann man sich mal ein bisschen hier durchkämpfen durch das Inventar von mir. Aber das ist ja in Islands ein bisschen schwer, ne? Hab nicht vergessen. So. Dann machen wir mal kurz hier die Ebene fertig. Einmal kurz hier
das lang bauen. Genau so. Dann können wir auch diesen alten Weg hier abreißen. Den brauchen. Brauchen wir den eigentlich? Nee, den brauchen wir nicht mehr. Okay. Einmal weg damit. So. Und dann kommt jetzt hier die MK2 Fließbänder ran. Dass wir wieder keine einzige Ressource hier verlieren werden. Weil wir wissen ja nie, ob Islands hier mir was wegzieht. Das heißt, Kausulieren aber bitte weg. Per Hand. Jetzt hängt er nicht da. Oh mein Gott. Hätte mich, ey. Dann, also, dann wäre Endgame. So. Das passt wie angegossen. Perfekt. Dann machen wir den kleinsten Counter hier rein. Das ist Instant. Oder was ist Instant? Guck mal, was hat das denn hier? Ah, komm, egal. Machen wir 5 Sekunden. Machen wir 5 Sekunden einfach. So. Und dann geht's hier hoch. Und ja, dann wird's halt sicher transportiert nach oben. Und das ist super. Somit können wir wieder dann Lag reduzieren. So. Genau, ich wollte ja. Fällt mir gerade ein. Ich wollte ja die Sachen. Hier hinten war das ja. Hier hinten wollte ich ja noch das nach oben transportieren, auf eine Schiene bringen. Das heißt, einmal ein. Nein, ein. Oh Gott, jetzt kommt es wieder. Wie heißt die Maschine? Mercher, genau. Einen normalen Mercher. Dann nehmen wir eine Left und eine Right und einen Fall der Fälle hiervon. Und das war jetzt folgendermaßen. Außen, innen, innen, außen. Okay, dann wird das hier wieder äußere. Wir müssen nur da irgendwie runterkommen, das ist das Ding. Darf ich bauen? Nein. Nein, das darfst du nicht. Weil sonst will jeder bauen und das wird hier auf jeden Fall auf der Insel einen großen Schaden mit sich tragen. Und den will ich ungern haben. Ich sag nur Community-Insel, ne? Ihr wisst Bescheid. Die OGs. So. Wie gesagt, die gehen nach innen, dann muss der nach außen. Mal kurz hier mal einen. Hoppala. Einen Weg hier hin. Das heißt, der kommt dann. Ja, also wäre geil, wenn da nicht alle stehen würden. Nein, warte. So. Nein. Also, ihr würdet mir einen Gefallen tun, wenn ihr kurz alle hier weggehen würdet und von dieser Plattform. Sonst kann ich hier schlecht weitermachen. So, und weg sind sie. Und dann machen wir das kurz die Maschine dran. Zack, die geht nach außen. Und hier ein Belt. So. Das können wir abreißen wieder. Und dann haben wir das auf jeden Fall hier schon mal fertig. Genau. Jetzt muss ich kurz nachdenken, was nochmal der Plan war. Ich musste ja das hier alles nach oben carryen irgendwie. Und ich meine, ich wollte das alles in die Richtung hochziehen. Das heißt, wir müssen aber noch kurz wieder hoch. Hab halt nichts Besseres zu tun, als auf die Ente aufzupassen. Könnte ja bei, mit bei Fauchin. Genau, du bist die Enten zitteren. Die Enten zitteren. Zitterst du so mit der Enten zitteren. So, wir gehen kurz hier hin. Und werden jetzt versuchen, das mal nach hier oben zu transportieren. Oh, habe ich noch einen MK2, ist die Frage. Ab. Ja, habe ich. Okay. Das heißt, hier kommen sie lang. Müssten halt dann nochmal eine Ebene tiefer landen, halt, ne? Wir gucken mal. Wir gucken mal. Ist noch zu tief. Das ist noch. Warte. Zu tief. Das heißt, das hier wäre optimal. Das heißt, wir müssen hier eine Corner bauen. So. Eine. Warte, das Nahtding. Eine Reit. Ah, perfekt. Da noch ein paar welche von. So. Und die muss jetzt auch nochmal wieder hier hoch. Genau. So. Und jetzt nochmal eine Left. Und damit passen. Aber das ist ein bisschen. Sehe ich gerade doof. Müssen wir ein bisschen anders setzen.
Ich bin ein Lieblings-YouTuber. Oder meinst du dein Lieblings-YouTuber? Also natürlich nicht, ein Lieblings-YouTuber sein kann. Das ist natürlich klar, ne? Das ist ein bisschen abgehoben, aber... Ne? So. Ich denke gerade nach. Die müssen ja eh einfallen, ne? Mache ich da jetzt wieder die MK2-Takte oder nicht? Haben wir noch MK2? Mal gucken. Con. Wir haben noch MK2. Ist perfekt. So, das heißt, wir machen mal... Ja, komm, hier die Connection dran. Nochmal ein bisschen deeper. Okay, den kann ich abreißen, weil ich muss kurz nachdenken, ob ich den abreißen darf. Und dann hier in die Richtung. Muss man mal kurz runter. Perfekt, so. Weil, wenn das von Abstand... Ist die Frage, ob das von Abstand gleich ist. Mal kurz gucken. So. Einmal kurz hier einen langen Weg bauen. Ich muss sagen, das hier ist sehr entspannt, das Neubau. Also, wenn es ein Update gab bezüglich auf Performance, dann war es auf jeden Fall das, was am geilsten war. Weil es gab wirklich nichts anderes Geiles als das. Mit dem Performance-Update, wo man halt besser bauen kann. So. Wir nehmen mal jetzt die normalen MK2-Teile, um den Abstand zu messen. Das heißt, wir setzen jetzt hier überall, wo wir können, wenn die Leute nicht im Weg stehen würden, eine kurz hin. Müsst auch weg, sonst kann ich nicht bauen. Wir locken die einfach. So. Hoppala. Warte. Nein. So, in die Richtung. Und dann nochmal in die Richtung. Wenn du kurz Zeit hast, kannst du bei deinem Discord-Bilder schauen. Mach ich dann. Mach ich dann. Keine Sorge. Das werde ich auf jeden Fall dann machen. So. Wir werden jetzt erstmal hier einmal die MK2-Sachen hinpacken. Wo sind sie? MK2 hier. MK2. Passen sie auch hier rein, ist die Frage. Eine. Oh, das geht sogar fit. Oh, okay, krass. Okay, okay, okay. Perfekt. Oh, ich bin einfach... Oh, warte mal, das ist in die Mitte. Das heißt, hier müsste eigentlich noch Platz entstehen wieder. Warte mal. Hier müsste doch Platz entstehen, oder? Ja, genau. Okay, dann haben wir jetzt zwei Platz. Sollte nicht so fatal sein. Sollte nicht so fatal sein. Aber wir haben schon mal den Weg. Das zählt. So, das ist... Oh, das ist noch sehr tief. Wie soll ich denn da hochkommen? Wie früh muss ich dann anfangen, bitte? Warte mal, das machen wir weg. Das müsste noch gehen. Kann da noch kurz einer ein Item reinschmeißen? So ein kleines Item. Obwohl, da kommt ja egal was so durchgeflossen. Weil... Okay, das trifft es noch, okay. Ist nur mal ein... Weiter weg. Wir müssen auf diese Höhe kommen. Wenn es dann noch trotzdem auch noch immer, wenn es hier immer noch reinplumpst, so mein Gott, kann ich reden, dann sollte das eigentlich hinhauen. Machst du nach dem Stream noch Bed Wars mit Voice Chat? Ich muss gucken. Also Bed Wars mit Voice Chat, also Bed Wars Runden mit Voice Chat ist immer schwer, aber wenn du meinst, einfach so an sich Discord, VC, muss mal gucken. Dann muss ich mal gucken. So, da kommt jetzt gerade wieder ins Angeeiert. Wir gucken mal kurz, ob es hier durchkommt oder nicht. Okay. Oh, boah, Junge. Perfekt. Okay, dann ist die Frage, kann ich noch einen weiter zurückgehen? Mal kurz alle weg, dann muss ich da kurz einen Block unter euch wegkappen. So. Ganz einfach. Ein großes Ding. So. Nee. Okay, das kann ich schon vergessen. Das wird safe nicht gehen. Das wird safe nicht gehen. Wir müssen das schon das so halten. Okay. Dann gucken wir mal. Oh Mann. Ach Mann. Okay. Genau dieser eine Block, der hier tiefer ist. Ja, der stört jetzt da. Oh nee. Schlimm. Sehr, 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 sehr schlimm. Das ist...
Kacke, das ist sehr kacke. Okay, ich muss anders planen. Gibt's irgendeinen Block? Eigentlich der, ne? Warte mal. Wie sieht's mit dem hier aus? Dem Split-Conveyor. Okay, das ist die eine Variante. Obwohl, doch. Doch, das ist der. Den nehmen wir, warte mal. Der Split-Conveyor, den nehmen wir, weil... Jetzt nicht den mit Strom natürlich, aber den normalen. Split. Heißt der anders? Also der Originale? Mach mal kurz. Wo ist der? Nicht den Randomizer? Gab's wirklich, es gab doch nicht nur den Split? Boah, bin ich doof. Ich meine, es gab doch nur manuellen. Warte mal, ich geh mal kurz an die Werkbank. Aber das wäre der Einzige, um diese Höhe noch irgendwie hinzukriegen. Ah, super. So, mal kurz hier weg. Wir gucken mal kurz nach. Wir gucken mal kurz nach. Mal kurz hier hochrennen. So. Factory! Factory, Factory. Randomizer, Merger. Nee, den will ich ja nicht. Filter, bestes Item, das es hier gab. Also, das ist doch der Randomizer? Okay, krass. Okay, es war anscheinend der Randomizer dann wirklich. Ich gerade verwechsel. Weil der Randomizer ist doch. Wo hat denn der denn sein In- und Output? Ah, da. Okay, okay, okay. Und der Split, der hat ja nur ein Output, ne? War ich jetzt falsch? Ne, auch zwei. Oh, dann ist das der... Oh, wie heißt das blaue Teil nochmal? Die unten stehen. Hab ich nicht mehr. Ich glaube, ich hab die nicht mehr. Mann, dieses Menü! Hilfe! Oh Gott, ist das schlimm manchmal. Da drückst du einmal weg, dann geht's mal weg. Dann, wenn du es nicht haben willst. Und dann, wenn du es weg haben willst, geht's nicht weg. Super. Geiles Game. Utility. Factory. Wir gucken mal kurz nach. Ah ne, das ist eine Electro-Type-Kiste. Hier, an der ist das. An der ist das. Ah, doch, hier, die. Bin ein bisschen der Merger, genau. Haben wir noch einen Merger? Bevor ich wieder unnötige Ressourcen verschwende. Merger. Nein, haben wir nicht, okay. Factory. Der Merger ist da. Wir brauchen kurz mal einen Merger. So, wir kommen kurz, müsst doch. Ah, auch, der geht wieder andersrum. Also das, was wir jetzt brauchen, fehlt. Das ist sehr kacke. Das ist sehr, sehr, sehr dolle große Kacke. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Das ist sehr, 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 sehr kacke. Warte. Checkpoint direkt. So, jetzt aber. Okay, wie machen wir das dann? Wie machen wir das dann? Was ist, wenn... Wir testen das mal. Das geht nicht, oder? Das müsst ihr abblocken. Wir testen mal mit einem Avocado. Okay, wir testen mit der Avocado. So, müsst ihr abblocken, oder? Ja. Das ist echt schlimm. Einer, was man machen kann, wäre, dass sie noch tiefer liegen. Das ist das Einzige, was wir machen können jetzt. Hallo, bin neu. Hallo, willkommen beim Stream. So. Up-Ramp. Wie viele Up-Ramps bräuchten wir eigentlich, um... Wohl mal. Bin ich nur blöd oder doof, oder bin ich beides? Moment. Diese Up-Ramp geht bis... Ja, dann bin ich doch doof. Wir müssen einfach nur diese Up-Ramp irgendwie noch mehr nach hinten schieben. Weil... Wenn das hier nochmal hinten schieben, kann man das... Wie viel braucht das eigentlich? Ah, ist auch schon weit.
Nein. Ich bin überfallen. Oh je. Ich sehe fast niemanden in deiner Island. Ich schätze mal, weil die alle bei Dings kommen. Bei Dirk irgendwo. Warte, können wir gucken. Es sind schon ein paar da. Also müssten wir alle bei Dirk chillen. Die müssten alle bei Dirk sein. Lass mal kurz die MK2 hier vorhin legen. Uiuiui. So. Und so. Jetzt setzen wir die MK2-Bänder so hin, dass sie perfekt da oben dran pappen. So. Und so. Das heißt, wir setzen einfach diesen Splitter, oder den Merger, eher gesagt, einfach hier hin. Das heißt, er kann da die... Dann kann er die... Mal kurz mitkommen, bitte. Oh, ich muss wieder... Okay, er kann sie nicht. Er kann sie nicht. Ah, oh, Mann, ey. Was ist denn, wenn wir normale machen? Upramp. Das müsste doch gehen, oder? Eine normale Upramp müsste doch gehen, oder? Wir testen mal kurz. Ein Grasblock dahin. Eine normale Upramp müsste doch gehen. Ah, okay, perfekt. Problem gefixt. Immer ein Profi. Ne, nichts sagen. Ganz genau. Ganz genau. Wir machen aber das, weil das Ding ist bei der nicht, bei der neuen Variante. Ich kann kurz zeigen. Die haben ja extra ein bisschen erhöhte Wand. Das heißt, die Sachen werden da gleich mal durchkommen. So, wir warten kurz, bis es durchkommt. Zack. Und ihr seht, ne, es steckt fest. Deswegen müssen wir für diesen, nur kurz normale Conveyor-Belt nehmen. Und der Rest kann halt dann MK2 sein. Ganz genau. Und dann geht's hier hoch. Dann geht's hier hoch, geht's hier rein und wird dann einfach durchgehend weiter nach oben exportiert. Perfekt. Guck mal, so einfach geht das. Faust der Bauarbeiter. Ja, ich bin doch Bob der... Bob, Faust der Bau... Was war das nochmal? Irgendwas mit Faust der Bobmeister. Irgendwie so eine Sache. Meine Enten springen immer von meiner Insel. Ja, die mögen halt das Tiefe, ne? Die mögen halt die Tiefe. So. Wir haben noch ein paar MK2, MK2 Timed Chests. Oder Input-Output-Chests. Die waren, glaube ich, arschteuer, ne? Ich meine, ich vergewissere mich, die waren wirklich hungrig teurer. Die waren doch hungrig teurer, ne? Die waren teuer, teuer bis und geht nicht mehr. MK2. Genau, das war das Ding. Die waren wirklich teuer waren die. Aber ich sehe, es ist gerade 29, das heißt, es ist Inselbewerten-Zeit. Das heißt, ich mache den Chat hier offen in Giveaway. Da gebt ihr wieder kurz euren Inselcode dann gleich ein, wenn ich die Bude aufgemacht habe. Und dann, wie gesagt, könnt ihr dann da eure Sachen reinposten. Ganz genau. So. Mal kurz den löschen. So, wie gesagt, jetzt haben wir im Discord, ist der Kanal für euch offen. Da könnt ihr wieder euren Inselcode reinschreiben. Dass ich den besichtigen werde und dann, wie gesagt, nach so ein paar ungefähr 15 Minuten gucken wir dann, was dann so abgeht. Ganz genau. Auf jeden Fall, Kuss raus, auf jeden Fall jede Zuschauer, der gerade am Start ist. 40 Zuschauer sind gerade am Start hier. Wie gesagt, wenn ihr noch kein Abo und noch kein Daumen da gelassen habt, dann macht es für mich und für den Algorithmus, der wird sich und ich würde mich darüber ganz toll freuen. Deswegen, ja, Daumen da lassen und ein Abo da lassen. Und wenn ihr noch mehr nicht verpassen wollt, ne, auch die Glocke aktivieren. So, mal kurz trinken. Weil ich rede ja hier um Stück, nur ganz Zeit. Ach, super. FortTV, du kannst einmal Autozeichen FA in den Chat reinschreiben. Dann weißt du schon Bescheid. Dann weißt du schon Bescheid. So, wir gucken mal kurz hier. Wie gesagt, Mitglieder, ne? In den Gönner-Chat reinschreiben. Dann werde ich natürlich euch vorziehen. So. Ich
Gönner. So, wir gucken mal kurz, ob sich ein Gönner meldet. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Dann nehmen wir nur die normalen aus dem, ja, normalen Channel, ne? So. Wie gesagt, wir waren noch ein bisschen in der Zeit, können wir was machen. Hier an unserer Insel, ganz genau. So, gehen wir kurz nach hinten. Zack, zack zu, so. Allgemein, wie viel Kohle sich da staut einfach. Das ist... Wenn ich das jetzt abbauen würde, wie viel Kohle da mal runterballern würde. Achtet mal, warte. Achtet mal drauf. Leck. 3, 2 und zack. Wo ist jetzt gelandet, die Kohle? Ja, weg auf jeden Fall. Lul. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall ist schon krass. Das ist schon sehr krass. So. Wie gesagt, das müssen wir nachher dann machen, weil, wie gesagt, bis jetzt, ne, ihr wisst ja Bescheid warum. Deswegen will ich erstmal hier nur zur Vorsicht MK2 dran hauen. Mal kurz hier. Na komm. Zack, eine MK2 da. Dann nochmal eine. Oh, obwohl. Hier passt, glaube ich, keine rein mehr, ne? Genau, dann machen wir hier nur MK2 Förderbänder. Aber hier geht noch einer fit. Komm. Hier geht noch einer fit. Zack und zack. So, dann haben wir. MK2 ist überall bestückt. Mein Coach im Gönner-Chat. Gutes, 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 gutes. So. Oh mein Gott. Kurz mal Kuss. Oh. Hoppala, hoppala, hoppala. Kurz gestreckt. So. Wie gesagt, das VR-Horror-Game habe ich schon auch genommen. Ist ja noch gekommen. Also da kann ich auch richtig drauf freuen. Ich habe mich so wirklich so eingekackt einfach. Vor Schreien einfach. Das Spiel ist super. Auch in VR. Das ist noch besser sogar dann. So. Warte. So. Wie gesagt, noch ein paar Minuten gebe ich euch. Und dann gucken wir uns mal an, wer was hier von sich gegeben hat. Ja, mit der müssen es nicht, aber sie sollten es halt, wenn, dann in den Gönner-Chat reinschreiben. Da ist es besser. Obwohl, ich kann es eigentlich von der Farbe auch nicht auseinanderschalten, aber ich muss mal gehen in den Gönner-Chat, weil dann ist der Gönner-Chat wenigstens aktiv. So. So, wir warten mal kurz ein bisschen. Und dann gleich in 2 Minuten gucken wir mal uns ein paar Inseln an von den lieben Zuschauern. Ja, wir haben eigentlich schon viel geleistet, würde ich sagen. Wir haben hier die Maschine auf jeden Fall verknüpft mit dem oberen. Das heißt, wenn die mal irgendwann voll sein sollte, was doch schnell wird, dann wird auf jeden Fall das hier alles runterlaufen. Ach stimmt, ich wollte ja hier was anderes machen, ne? Fällt mir gerade ein. Ich wollte ja hier noch die Maschinen setzen, ne? Ich will ja eigentlich die Maschinen jetzt setzen. Egal, aber gucken wir beim nächsten Mal. Gucken wir beim nächsten Mal. So, noch 1 Minute, wie gesagt. Dann werden wir uns ein paar Inseln angucken. Frag mich, was für Inseln? Islands-Inseln, turn up. So. So. Wie gesagt, hier das Industrie-Update zum Beispiel, das zweite Industrie-Update, das hat einen richtig Spaß gemacht. Sowas feiere ich in Islands mega. Also wenn sowas öfters kommen würde, wäre schon geil. Sowas wäre echt geil. So. 35, wir gucken rein. Ich mach mal kurz den Channel dicht. Heute nicht so viel los, aber das macht ja nichts. Dafür haben wir dann mehr Zeit für Bed Wars. So. Gönner. Dann gehen wir zu den Gönnern rein. Das ist Rami Lino. Der, opala, der möchte gerne so eine Insel bewertet haben lassen. Guck mal. Kannst mal Random-Spiele spielen? Kann ich auch machen, wenn das Interesse dabei besteht. So, wir gehen auf die erste Insel. Und wir gucken mal. So. Der Kleine hängt sich dann natürlich wieder auf. Super. Aber macht ja nichts. Wir gucken trotzdem, welche Inseln hier von unseren Zuschauern gesendet wurde.
macht ja nichts. Wir gucken trotzdem, welche Inseln hier von unseren Zuschauern gesendet wurde. Perfekt. Qualität wie immer, babamäßig. So, wir gucken mal. Hi. Also fahr aus. Ich habe meine Insel resettet. Du darfst dir etwas wünschen. Ich führe dich herum. Okay, lass mich kurz Musik ausmachen und lass mich rumführen. So, jetzt kannst du mich rumführen. Wünschst du mir das gleich? Komm mal her hier. Zeig mal her hier. Hallo Poki, willkommen im Stream. So, wir gucken mal. So, gehen wir kurz hier hoch. Mhm. Okay, okay, interessant. Eine tolle Brücke. Oh, die sieht geil aus, die Brücke. Gefällt mir. Eine Divi-Statue. Ja. Den Legendary Food Prozessor. Und ein, ja, Trophäenraum, schätze mal. Genau. Was haben wir hier? Ein Keller, okay. Hallo Netta, willkommen auf dem Stream. Und da ist die eine kleine Farm. Das sieht doch knuffig aus. Das sieht doch schön aus. Schön kompakt auch und schön gestaltet, also sehr gut gerastert. So, genau, fangen wir kurz hier weiter. Und hier ist auch noch eine Insel. Eine kleine Teichinsel. Das sieht auch schön aus. Gefällt mir auch. Stimmt, wir hätten auch diese Dings hier nehmen sollen eigentlich auch. Diese Steine, ne? Okay. Und noch, hallo Ellie, willkommen auch im Stream. Hallo. So, wie gesagt, nach Inselwerten geht's in den Bettenkrieg. Das heißt, wenn ihr Freunde habt, die auch gerne Bettler spielen, dann am besten zu diesem Stream hier teilen und einladen. Ja gut, die Maschine, ne? Ja, ist knuffig. Ist knuffig. So, ist die Frage, was wünsche ich mir jetzt? Ich würde sagen, ich wünsche mir ein Baumhaus. Also wirklich ein gebauter Baum mit den Holzblöcken und da ein Baumhaus drin. Das würde ich mir wünschen. Das ist ja mein Plan. Und die Baumkrone soll aber über dem Haus sein. Also das heißt, das Baumhaus ist so an dem Baum dran. Oder im Baum. Nicht auf dem Baum, im Baum. Das würde ich mir wünschen. Das würde ich mir wünschen. So, wie gesagt, auf jeden Fall coole Insel. Hat mir gefallen. Und ich bin mal gespannt, ob sie noch in der Zukunft kommt, weil das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Und ja, coole Insel, Rami. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten dann rüber. Das wäre dann The One Guy. Genau, nur OGs oder die sich die OG-Videos angucken, wissen, wie meine alte Insel aussah. Kann ich machen, happen, bitte? Also, den Satz muss man komplett nochmal überarbeiten. Das ist ein bisschen sehr schwer zu verstehen. So, ohne Bus. War ich schon immer hier, die Bushaltestelle? Ist doch neu, oder? Ich meine, die wäre neu. Wo ist denn jetzt der Herr? Oder die Dame. Eins von beiden. Warte hier, also. Ich weiß jetzt nicht, was neu sein soll. Ich guck mal kurz. Update-Log. Ah ja, das gute Update-Log. New Spawn. Added all lunar food. Okay. Improvement to outside area. Donation area finished. Finally got the lucky coin back. More plus improvement in the side. Okay, stimmt. Okay. Also jedenfalls, die Haltestelle sind doch anscheinend neu. Die sehen sehr cool aus, gefällt mir. Ich will mal kurz hier ins Museum reingehen und mir das Luna New Year Event Eckchen angucken. Hallo, hallo. Wo ist es denn? Ne, verkehrte Richtung. Hier muss es sein. Wir gucken mal das Museum uns hier an. Oder kann man es mal auf Teller packen? So, ist ja cool. Ah, okay, okay. Ja, ich check es. Also das Teil anscheinend, da was er meint, ohne den Tiger drauf, das ist dieser Coinbag.
Ja, ich sag mal so, ist jetzt nichts Krasses in dem Sinne, aber ich hab schon ein gutes Sammler-Item. Und das hier unten sieht auch sehr süß aus. Gefällt mir. Und ich schätze mal, das war's auch so gesehen von diesem Place hier. Aber sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Ja, auf jeden Fall cool. Mir gefallen die Teller auf jeden Fall auch. Wie bekommt man die Ente? Die Ente bekommt man, indem man die kauft. Bei Talia, wie gesagt, am Dienstag abchecken, wird ein neues Islands-Video-Update kommen dazu. Das heißt, bei Fragen einfach am Dienstag-Video dann abchecken. Hallo Cindy, komm in meinem Stream. Willkommen im Stream. Edit, outside area. Also irgendwas noch inside soll sein. Irgendwas soll noch inside sein. Ich weiß bloß nicht, wo inside es sein soll. Aber guck mal, wo inside hier ist. Wir gucken mal, wo hier inside irgendwas improved wurde. Bis jetzt fällt mir noch nichts auf. Oh, vielleicht die Beleuchtung? Ich weiß nicht. Hier ist gerne. Nee, oder? Nein? Okay. Aber bis jetzt sieht alles gleich aus. Ach so, ja gut. Ja, okay. Also Halle. Hallo, nicht Cindy. So. Gruß wieder raus an die Mutter. So. Ey, gut eingesperrt. Okay, leckt vor sich hin. Hier kann ich mitspielen. Mit Ausrüstung mitspielen, aber während eh gleich in Island gehen. Da muss man mir einfach Roblox folgen dann. Es sieht danach aus, als wäre nichts Neues. So großartig. Donation, okay. Sieht nice. Ich glaube, hier hat sich was noch geändert, bisschen. Ja, genau, hier hat sich was geändert. Okay, Max, dann nenne ich dich Max. So. Genau. Die mächtigen Toilette für mächtige Businesses. Ja, nice, okay. Ah, hier. Danke. Okay, dann geht's hier wieder hoch. Ja, okay, dann kenne ich den Trick. Aber hier geht's raus. Ah, ja. Okay. Ja, nice Insel auf jeden Fall. Aber interessant zu sehen, was man eigentlich meint mit diesem Luna Bag. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Dann machen wir noch eine Insel. Und dann sind wir schon durch. So. Nächste Insel. So, wir warten mal kurz. So, da sind wir schon. Das ist halt, oha, das ist eine schöne Insel. Das ist eine echt schöne, festliche Insel. Da, also wenn die Makrame jetzt da wäre, ich glaube, die würden auch richtig feiern, die Insel hier schon. Ja, das sieht schon mal interessant aus. Okay, also. Du darfst dir was wünschen, Faust. Die Insel ist ein wenig älter. Aber die sieht doch gut aus. Also, dass sie so alt anscheinend ist, die sieht schon... Mach dich aus, Samadu. Okay, ich guck mich mal um. Mhm. Sieht cool aus. Hier, das ist die Idee mit den Fenstern hier. Das ist geil gemacht. Die Nutcrackers. Das ist cool. Das gefällt mir richtig sehr. Was ist hier drin? Nutcracker-Lager, okay. 1 von 4 anscheinend. Lass mich raten, noch mehr Nutcracker. Oh, nee, okay, die Statue. Nutcracker, komm. Andere Statuen, okay. Haben wir hier? Ui. Ah, ja, genau. Nutcracker, ne? Nicht zu vergessen. Ne? Das sieht auch geil aus hier. Das ist, also das sieht geil ausgebaut. Ganz ehrlich, das ist sehr geil gebaut. Ein kleines Lager mit. Nichts drin. Oh. Muss mal ein bisschen Staub putzen. Da sind ein paar Spinnenweben, hör mal du. Also wenn das ein Build-Contest war, finde ich die Insel an sich schon nice. Also die gefällt mir. Die ist sehr geil.
Ist klein, aber wie man gerne sage, fein. Und die ist geil. Die ist geil. Ich finde, die Häuser sehen geil aus. Auch gut, sehr abgemischt mit den Farben. Finde ich gut. Ich glaube, hier ist das natürlich nichts, ne? Ist alles Kulisse. Genau. Für den Flexen war hier noch mit den Blöcken war da gebaut. Oh Junge, das Lagersystem. Eieiei. Aber echt, echt geile Insel. Was ich mir wünschen würde, wäre ein großer Schneemann, wo man reingehen kann. Ich glaube, das ist doch umsetzbar. Ein großer Schneemann, wo man reingehen kann, der muss nur zwei Kugeln haben. Oder drei, ist mir egal. Muss man gucken, wie. Aber auf jeden Fall ein Schneemann, wo man reingehen kann. Das würde ich mir wünschen. So ein kleiner Tower, bisschen wie like. Das Ding cut den ganzen Mist von Kirk aus. Ah. Ja, also. Ja. Das Ding. Donation den ganzen Mist von. Ja, Kerl. Also, Roblox Textsystem, wir wissen es ja wieder, funktioniert super. Achso, das sortiert die ganzen Donations aus. Ach so, ja, ich check es. Ja, okay. Ja, wie bei mir, ne? Ja, okay. Aber trotzdem, geile Insel. Echt geile Insel, gefällt mir auch hier mit den Fensterideen. Sehr nice. Ja, nice Insel auf jeden Fall. Wie gesagt, einen Schneemann bauen, wo man reingehen kann und gucken kann. Das würde mich mal ein bisschen reizen. Deswegen, ja. Geile Insel auf jeden Fall. Was? Kann ich bitte 21% Luck auf bessere Itemschwert haben, bitte? Nee, leider nicht. Das wollen alle. Das kann ich schlecht machen. Genau. Okay, da würde ich sagen, Kinders, es ist noch nicht 18 Uhr, aber weil wir keine anderen mehr haben, würde ich sagen, gehen wir schon ein bisschen früher in die Bettenkriege rein. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns auf der anderen Seite. Wir gehen uns dann mal kurz rüber in den Bettenkrieg. So. Es ist Zeit, es ist Bed Wars Zeit. So. So, wir gehen kurz rüber nach Bettenkrieg. Wir gehen rüber Bettenkrieg machen. Na komm, so jetzt aber. Bed Wars, fast 100.000, krank. Wie gesagt, wenn ihr Leute habt, die auch Bedwars spielen, teilt den Link einfach zum Stream und dann können wir ganz tolle Dinge machen. Also ich würde sagen, kaufen, im Shop kaufen. Also, um das am schnellsten zu kriegen, Shop kaufen. Oh, kurz strecken. Weil immer so sitzt, das ist ja so ganz kacke. Oh, ich bin müde, hier ist Sauerstoff. Hier muss mal Sauerstoff in die Bude rein. Hier ist Sauerstoffmangel. So. Ich gucke mal, wie viele Leute wie wir sind, wie der Haufen sich erweitert. Wie gesagt, einfach mir Roblox folgen, dann könnt ihr schon reinkommen. So. Wir warten mal kurz. Dass, wie gesagt, jeder reinkommt. Wir haben ja Zeit, ne? Deswegen. Wir haben ja Zeit, deswegen warten wir kurz ein bisschen, dass hier die Leute kommen. Ne? Die laden ja noch rein. Und dann können wir gucken, wie wir es machen, wieder mit dem Team aussehen, weil das ja so ein dicker Haufen ist. Wir haben ja gelernt, das funktioniert ja ein bisschen semi-gut. So. Natürlich mit Mitglieder, ne? Als erstes. Ne? Aber die müssen dann schon auch mit ihrem echten Account am Start sein. So, wir waren noch kurz. Ah, das geht bis jetzt. Bis jetzt geht's eigentlich. Aber komm, wir machen sofort Custom-Runde. Das heißt, wir machen am Ende machen wir dann keine Custom-Runden. So rum. Wir drehen dann das Spiel. Oh, das kann ich wieder. Das hätte ich dazu machen. Zu viel Sauerstoff wieder geschluckt. Wir machen eine Custom-Runde.
Ich denke, was können wir denn machen? Was wäre denn cool? Was können wir machen, was wäre denn cool? Lass mal... Komm, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Wir gehen mal auf... Ich glaube, das war Doubles. Skywars, nee. Oder mal Skywars spielen. Wir haben jetzt die Dings. Stimmt, lass mal Skywars spielen, weil wir haben ja jetzt die, diese Nicht-Überfüllsrate, dass die Leute nicht überfüllen können. Komm, ich lade mal hier ein paar Leute schon mal rein, die ich so kenne. TPH. Er hat einen orangen Merch an. Wir haben ja genug Platz in der Gruppe, glaube ich. Ja, ne? Hier, die kenne ich. Dann brauche ich auch nicht den Code geben. Dann muss ich nicht gleich den Code euch so extra geben. Okay, die anderen kenne ich jetzt vom Namen nicht. Und noch welche Mitglieder. Oh, Roton ist hier. Ist das Roton? Mal gucken. Ja, ist er. Okay. Dann haben wir so weiter. Wie gesagt, ich bin den Code einfach dann, wie gesagt, hier nochmal reinschicken. Lass mal, aber wie gesagt, Skywars spielen. Weil ich kann jetzt das Overflow-Dingsbums ausstellen. Deswegen, ja komm, machen wir random. Wie gesagt, ich schicke noch den Code noch gleich rein. Aber ich würde mich dann schnell in ein Team verziehen. So, wie gesagt, Code kommt gleich rein. Wenn das Spiel noch starten würde hier natürlich, ne? Ja, wollen wir jetzt starten, Skywars hier? Komm, machen wir jetzt mal schneller. Einfach ein bisschen starten. Ah, ich liebe es. Islands. Bad Wars. Super. Komm, jetzt start doch mal bitte. Das ist so schwer, Leute. Oh, jetzt. Jetzt aber. Okay. Wir gehen schnell in ein Team rein. So. Das ist der Code. Wie gesagt, wenn noch Platz ist, kommt rein. Okay, der Michi ist ja glücklich, der ist mit mir im Team. Mal gucken. Wie gesagt, füllt euch irgendwo rein, so schnell wie möglich, ne? Team Overflow ist ja aus. Rip Copy nicht eingeladen. Ja, der kann ja den Code nehmen. So schwer ist es ja hier nicht. Wie gesagt, sucht euch ein Team aus. Hier drauf drücken und dann. Ja, geht's los gleich, wenn alle sich hier eingeteilt haben. Warte noch mal kurz ein bisschen, dass die ganzen Neutralen reinkommen. Und dann spielen wir gleich ein bisschen Skywars, Kinder. Sag mal du. Warte auf die nächste Runde Bad Wars. Ja, okay. Okidoki. So, wir haben noch ganz viele Neutrale, wie gesagt. 15 von 24. Ist das noch Platz genug? Das heißt, kommt rein und dann legen wir gleich los. Und die ganzen Leute, die gerade spectaten, ne? Die können auch, wenn ihr heute hier mitmachen, ne? Wenn nicht, dann halt nicht. Lungen drin. Und echt ewig kein zum Joinen, ne? Das ist ein bisschen, glaube ich, intens hier, glaube ich. Aber wir warten. Schau auf Lila. Ah, der fiel schon, ne? Der erleichte Bree. So. Machen wir kurz noch ein bisschen. Und dann geht's gleich ab. So, noch zwei Neutrale. Mal gucken. Und dann legen wir los. Oh,
Aber ich würde halt sagen, wie gesagt, wenn... Ich will jetzt nicht zu lange warten halt, ne? So. Ey, wir sind jetzt hier neutral geworden. Okay. Einfach wieder neutral geworden, wer kennt's? Okay, ich würde sagen, wir legen einfach los, weil sonst müssen wir noch auf die beiden warten, die sie es mal geschafft haben, wieder neutral zu werden. Was eigentlich sehr nicht funktioniert, okay. Wir legen einfach los. So. Oh, verkehrt. Ja, komm. Nimm alles mit. Oh, Schneebälle. Okay, okay. Komm ich. Oh, okay, okay. Wir kommen von Insel runter. Okay, okay, okay. Was hier drauf gehen? Oh, der ist tot. Nein, Future. Oh. Okay, das ging schnell. Das ging schnell. Guck mal ein bisschen hier so rum, was es alles so gibt. Bin auf jeden Fall hier. Ja, da haben auf jeden Fall ein paar schon überlebt, ne? Future hier. Die Legende. Oh. Ja, da geht's grad. Ja, geht schon gut ab. Da geht schon gut ab. Hendrik hier, was macht er? Er gönnt sie erstmal. Jetzt Hyper, mal gucken. Oh, der ist auch... Ah, der fehlt eine Brustplatte drin. Aber der hat einen Tactical Crossbow. Ist schon krass. Das ist schon krass. Es wäre gerade, wenn es noch so ein Feature geben würde für Play Again im Custom-Modus. Dass dann auch alle wieder in so eine neue Runde reingeschmissen werden einfach. Das ist ja geil. So, wir gucken mal hier. Okay. Die kloppen sich nicht. Interessant. Oh, okay. Der Nennenpelle, der Vico. Ja, ja. Frage ich, ob man jetzt usen sollte oder nicht. Aber mal gucken, was der Vico hier so Tolles hinkriegt. Bin tot? Ja, upsala. Ne? Oh, okay, der ist weg. Oh, Feuerball, okay. Ja, aber Team Future hält sich ja gut dran. Okay, jetzt, oh, das ist nur noch der Henrik. Okay, krass. Okay, dann kommen wir in den Team Future, ne? Aber ich glaube, der ist jetzt RIP. Der ist... Oh, obwohl... Ah, er könnte es auch noch schaffen. Oh, knapp, aber ganz knapp auf Kante. Oh, Junge. Ah, oh. Mal gucken. Aber also wenn Hendrik das jetzt schafft, Deep einzukleppen, ne? Ja, dann schon Props. Dann auf jeden Fall heftig Props. Nach einer Lucky Block Runde können wir gerne machen. Wir können ja auch mal einen Lucky Block mal spielen. Also wirklich nur Vierer Teams. Wir müssen ein paar zugucken leider, aber funktioniert jetzt auch. Oh, wow, wow. Und wenn, kann ich ja noch die ganzen vier Teams mal ausgleichen. Sollen sie nur nicht dann halt wegbewegen, weil sonst, oh. Weil sonst, haben wir Pech gehabt, ne? Der Trap. Hm, gewagt. Oh, ah, na, okay, okay, smart, smart. Smart gewagt. Oh, aber Henrik... Henrik geht hier schon gut ab gerade, ne?
Oh, jetzt aber am Handen. Jetzt aber am Handen. Oh! Oha, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Krass, 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 krass. Henrik aber hier. Boah, aber der ist schon wild unterwegs, der Henrik immer. Ich hoffe, dass mein Moderator hier schafft, das hinzukriegen. Oh, Henrik am Bone jetzt hier, okay. Okay, okay, okay. Oh, 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 okay. Future hier. Ganz weit weg auf jeden Fall. Versuchen mit dem Schneebein runterzukicken auf jeden Fall. Sonst lässt sich Henrik nicht ergeben. Junge, wie viel hat denn der davon? Okay, jetzt kommt aber Henrik. Jetzt kommt aber Henrik. Der hat Bock. Der will den Future auseinandernehmen. Gucken. Oh, 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 jetzt kommt auf das. Oh, oh. Kommt jetzt zum Only One? Kommt jetzt zum Only One? Ja, mal gucken, mal gucken. Also, er versucht auf jeden Fall, T-Shirts Plan ein bisschen zu umgehen. Mal gucken, ist das smart genug? Ja, okay, ich wollte kurz sagen. Er ist smart auf jeden Fall. Denn er will die, reißt die auf jeden Fall ab. Aber es sieht aus, als Copycat kassiert, ne? Copycat. Oh, ja, ja, gut. Jetzt ist er reingelaufen. Oh, aber gut. Damit hat Dodo Henrik gewonnen. Easy GG, würde man sagen, an der Stelle. Genau. Ja, nice. Aber es ging echt schneller als erwartet, ne? So, wir warten mal kurz ein bisschen hier. Um zu gucken, wie viele Leute da sind. Obwohl, kann jeder starten, ist ja egal. Wir machen ja Custom, von daher. Machen wir ganz normal Lucky Blocks. Wo ist es? Lucky Blocks. What? So, und wir gehen auf. Oh, wir gehen auf Schwein. Wir gehen auf Schwein. Wir gehen auf Schwein, Ryan. Wir gehen in Schwein, Ryan. So, wieder da. Hallo. GREB. Auch cooler Code. So, wie gesagt. Aber Team Overflow ist erstmal aus. Und nachher kann ich dann Leute separat dann so versuchen aufzuteilen und da reinzukriegen. Wir warten jetzt noch ein bisschen. So. EPH Ellie, bestes Internet. Und Rotron auch das beste Internet, was es gibt. So, wie gesagt, der Rest einmal bitte aufteilen. Wenn voll ist, dann werde ich euch gleich dann einzeln alle reinordnen. So, wann kurz jetzt alle reinjoinen. Wie gesagt, den Rest werde ich dann gleich einzeln einordnen. Und wenn er dann selbst in den Spectator reingeht, dann hat er halt Pech gehabt. So. Ein Team ist noch zu. Ah, zwei Teams sind noch besetzbar. Wie gesagt, machen wir hier voll alles. Und dann legen wir los. Wurde einfach gerade Team Far aus getaggt. Achso, Gewinner. Achso. So, haben wir jetzt alle voll hier. Okay. So. Wie gesagt, jetzt nicht bewegen. Aber ich werde jetzt einzeln alle hier reinpacken, die noch keinen haben. Blau. Grün. Rot. Blau. Grün, Rot. Blau, Grün. Na komm, ich komm. Oh.
Rot, so. Ah, komm nicht dran, ist das kacke. Ist das wieder kacke? Wie viel haben wir jetzt überhaupt eigentlich? Jetzt sind die alle rausgegangen, oder wie? Warte mal, hä? Komm mal neu. Oh, dieses. Komm, wir versuchen es mal. Versuch mal, Dings hier einzuteilen. Tut mir den Gefallen. Teilt euch alle auf 4 Teams auf. Wenn nicht, dann, ja, das funktioniert super. Wenn nicht, dann muss ich euch selbst halt reinmoven. Und wer dann halt selbst ins Spektakel reingeht, dann hat er Pech gehabt. Wie gesagt, teilt euch auf. Wäre sehr cool. Sonst muss ich nachher in das Team gehen mit den wenigsten Leuten halt, ne? So, wir warten noch mal kurz. Mal schon mal zu, dass hier nicht noch mehr neutral reinkommt, dass ich dann ihn hier nachher einordnen muss. Und dann geht's gleich los. So, dann machen wir kurz meinen Rest noch. Also ich packe jetzt ein paar Leute von Blau in Rot. Wird es nicht übernommen. Game, hallo? Und ich sitze jetzt ernsthaft wegen Team Overflow. Mann! Ich kann ernsthaft keine Leute... Oh mein Gott, ist das krampfhaft. Ei. Okay, bitte nicht bewegen. Wenn ich sehe, dass er nicht bewegt, dann will ich dann rauskicken. Ihr müsst wieder schon ein bisschen mitarbeiten, dass es das funktioniert. Oh, dieses Menü ist so verbuggt einfach. Es ist unglaublich. Also, wenn ihr die Arbeit mir erleichtern wollt, dann geht einer von Blau bei Rot rein und einer von Blau bei Gelb rein. Wir könnten das rein logisch schaffen, 7-7-7-7 zu machen. Weil sonst, wenn das nicht geht, dann kann ich es klicken, dann geht es halt nicht. Halt im Stream. Wenn wir es nicht hinbekommen. Weil das Menü auch mega kacke ist und nicht funktioniert einfach. Das ist ein Witz. Das ist echt ein Witz, das Menü. Warte. Ha, perfekt, so. Abfahrt. 7 gegen 7 gegen 7. Ich hab's hinbekommen. Oh, Dodo. So. Das funktioniert doch. Also geht doch. Perfekt. Das Ding ist, ich habe mal getestet. Ich hatte mal Jump Boost Effekt. Also, dieses Flow 2 da, was da war. Jump Boots noch an. Plus nochmal ein Trank. Plus nochmal ein Dodo. Das hat dem Anti-Cheat gar nicht gefallen. Das war schon Overkill, wirklich. So. Fast 100 Leben plus, krank. So, mal kurz jetzt Bett zu bauen. So, ein bisschen schwer mit dem Dodo, aber okay. Das passt schon. So, wir brauchen auf einmal Diamonds. Wir brauchen Diamantos. Kommt der eigentlich noch mit? So, wie gesagt, wir brauchen so schnell
Vino geht alles, was sie hier auffinden können. So, gehen wir zurück. Machen wir das mal hier zusammen. So. Wie gesagt, wir nehmen Partie mal. Oh, Lucky Block auf dem Weg, das sehe ich gerade. Den wir nur mal holen. So, komm, den hole ich mir. Was bekomme ich? Eine Riesenpotion. Das, ja, komm. Brauche ich nicht. Unnötig. Brauche ich nicht, habe ich nicht, will ich nicht. Noch ein Diamanten, perfekt. Das heißt, wenn ihr einen Diamant habt, einmal kurz geben aus meinem Team. Danke, wäre sehr cool. Super, danke. So. Oh, ein Emeraldo. Ah, hoppala, okay. Oh, Gegner, der Feind. Weg. Okay, das ist runterfallen, auch perfekt. Merke schon, wäre eine coole Runde. Das wird eine sehr coole Runde. Oh, Big Shit Potion. Mach hier lieben gehen rein. Und ein oh Gottes Willen. Diamant. Ah. Oh Gott, ich geh echt die Party ab hier, ne? Oh, mein Vogel ist tot. Von der Potion ziehen. So. Und schon wieder, ne? Wir wollen, die lassen nicht los, ne? So, jetzt aber. Hier, komm. Wir müssen es hier hinkriegen. Wir dürfen nicht verlieren. Oh, da kommt wieder was. Da kommt wieder was. Oh je. Oder? Oder? Nee, kommt auch nichts. Okay. Hä? Okay, hä? Ganz komisch. Oh. Oh, er laggt. Oh, geil. Oh. Ah, nicht so geil. Nicht so geil. Nicht so geil. So. Der fliegt der noch rum, Alter. Zack, easy weg. So. Ah, komm, das ist ein I. Das ist noch ein entspannter Hund hier. Entspanntos. Und noch ein paar Diamantos, bitte. Oh. Oh, wow, wow. Okay, das ist über mir. Nein, abgekackt. Oh, Dreck. Okay, egal. Egal. Ich glaube, wir brauchen nur ein bisschen. Ah, noch, wenn du schon baust, bauen wir hier hinten eine Fläche. Da sind wir in der Base. Ach, hau ab mit dem Vogel. Zack, weg. Nein, Future, zieh Leine. Ich will hier keinen an meinem Bett. Oh Gott. Ach, die Banane. Wer legt denn deine Banane hin? Oh, Banane ist auch geil wiederum. Das war Faust Survival. Ich hab's noch nicht angeguckt, aber ich habe was gesehen, da stand ja was. Muss ich nochmal angucken. Da kommt wieder was. Oh Gott. Der Hendrik. Oh, der Future. Hallo. Ja, gib ihn auch noch die Nerven. Mein Gott, immer diese Stream-Sniper hier. Schlimm. Der nächste. Wie kann ich ihm weiterhelfen? Und der nächste. Willst du auch noch? Hier, komm her. Oh, Gottes Willen. Jetzt reiz mal langsam hier. Bitte. Oh. Warum muss der Lucky Airbot Drum so weit weg sein? Oh nein! Nein!
Oh, Gottes Willen. Ach, die Banane. Es gibt nichts Schlimmeres als Banane. Ich sag's, es ist. Oh mein Gottes Willen. Ey, kann man Bananen irgendwie wegkriegen? Sind das schlimm? Lästig sind die Teile. Kann man die irgendwie wegkriegen? Oder? Ach. Oh Mann. Ey. Ach, schon wieder, Leute. Ey. Ja. TNT setzen, ja. Oh Mann. Hä? Was ist denn eben los? Ist der maximal los? Brauche ein bisschen Verstärkung, also. Wird es fast kaputt, aber. Ah, geht fit, ne? Wo sind die ganzen Leute mit. Wo sind die Diamanten? Also. Verstehe nicht, warum bei mir alle irgendwie nicht Dings hier holen. Warum die keine. Keine Diamanten holen. Team, macht euch nützvoll. Holt Diamanten und nicht kämpfen. Oh je. Ach man, das ist der. Der tolle Nachbar von dem Mann da oben. Oh. Mann. Jetzt rennst du doch langsam. Mann, diese Banane. Ja, super. Ich esse auf jeden Fall Bananenschalen. Auf jeden Fall. Oh, ja. Ja, war mal klar. Das war so klar. Das war so offensichtlich. Egal. Oh, diese Bananenschale, ne? Okay. Was ist seine Mission jetzt? Hab ich gar nicht gecheckt, aber okay. So. Zack. Da ist doch kein Bett mehr. Hä? Warum checken die Leute das nicht? Ja, hier, guck mal, hier mit Diamantrüstung schon hoch. Man kennt ihn. Der laggt, okay, der fliegt. Ah! Oh, Junge! Was ist denn jetzt? Komm her. Komm her, Rami. Ja, okay, RIP. Da bin ich dood, weil wir keine Diamanten hatten. Hätten wesentlich mehr Diamanten brauchen können, aber ja. Egal. Das war meine Banane. Danke, Elite. Danke für diese nervige Banane. Oh, Mann. Nur Stream-Snapper. Ist halt wirklich so, ne? Welches, wo zuerst versucht es kaputt zu machen? Meins. Mein armes Bett. Warum nicht die anderen Betten? Warum? Warum mein Bett? Ich verstehe es nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nicht. Ich habe auch mein Bett kaputt gemacht. So. Kurz gestreckt. Ja. Dann gucken wir mal. Oh ja, da wird jetzt aber auf jeden Fall nicht von meinem Team gegönnt, weil der eh noch ein paar noch überleben. Gucken wir mal, was da drüben abgeht, wenn ich da drüben gucken könnte. So. Deswegen konnten wir auch keine Dias holen, weil die alle einfach nur gerusht sind. Ah ja gut. Das ergibt Sinn. Ja, das ist halt das Ding, wenn halt der Lieblingsstreamer Runden macht und mit in die Runde geht, ne? Ja, das ist das Problem an. Er ist einfach in dieser Box jetzt gefangen wieder. Oh, Mann. Oh, Mann, ey. Okay. Der ist auf jeden Fall gefangen. Aber die halten sich ganz gut. Guck mal, nachdem das Bett gerusht wurde und grob davon viele erledigt wurden, es wurde hier nichts mehr gemacht, ne? Frech, einfach nur frech. Wenn ich noch überleben würde, ich würde komplett kaputt gemacht werden, wenn ich sag's euch, wie es ist. Handy vibriert. Weg. So. Oh. Oha. Die haut raus. Die haut wortwörtlich raus.
So, mal gucken. Oh. Uiuiuiui. Also die geht auf alles. Die geht das auf alles drauf. Sie ist voll im Element. Mal gucken. Was macht er? Okay, Anon, tot. Okay, perfekt. Super. Er macht. Was macht denn er denn jetzt? Kaufen. Was ist das denn? Okay. Nur der Skin. Oh. Oh. Ja, ich glaube, wir sind gerade zu kämpfen. Wir kommen mal kurz zu hier. Ja, den kann er doch easy platt machen. Verstehe ich nicht. Ja, okay, habe ich nicht verstanden, warum der nicht platt gemacht hat. Okay. Oh God. Habe ich jetzt echt nicht verstanden, warum der nicht platt gemacht hat. Er hat eigentlich Möglichkeit gehabt, aber okay. Dann ist es halt so. Dann kann man nichts dagegen machen. Oh, die ist tot. Oh, lol. Ich hab kurz auf einen anderen Bildschirm geguckt und dann einfach tot. Ja, Mann, ja gut. Dann, komm ich mal mit meinem Moderator hier zu. Wieder hier, lieber Future Space durch so schlägt. Wieder gerade hier, perfekt. Wie er sich hier gerade in seinem Team verteidigt mit deren Bett, wenn man das Bett nennen noch darf. Ja. Aber noch ein bisschen. Ja, bis du runtergefallen bist, Anon. Dann war nicht mal gut. Ja, ist ja nicht schlimm. Mal gucken, was hier Herr Future macht. Mhm. Okay, also was kommt jetzt? Was gucken. Herr Future Space. Oh Gott. Warte, da muss man was trinken, immer wissen. Wasser trinken wir. Warte, ASMR wieder. Ah, super. Ah. Schmackhaft. So. Schmackhaft. Wie schmackhaft? Schmackhaft. So, ui, jetzt Hyper geht auch ab. Ist der Dings raus? Na ne, warte. Oder? Nein, hier. Der Future Sensenmann. Der Future Sensenmann. Ich wollte mich noch mit Balloons retten, ging nicht. Ja, angecheatert, ne? Bisschen kacke. Hallo Robus Gamer, willkommen im Stream. Wie kommt ins Stream? So, hier passiert gerade nichts. Ich will Action sehen. Hier sehen wir euch fetzt. Komm, ich manipuliere das Spiel ein bisschen. Warte kurz. Einen Moment. Perfekt. Zwei Ebenen. Wenn ich schon tot bin und nichts tun kann, dann mache ich wenigstens ein bisschen Action rein, nochmal. Oh. Ja, seht ihr, das meine ich. Genau das. So will ich das sehen. Die Leute sollen sich konstruktiv auseinander zerbersten. Die sollen sich komplett wild gehen. Die sollen komplett BAM sollen die gehen. Oh Mann. Guck mal, was kann ich eigentlich noch hier spawnen, so. Ich frage mich ja, wie ich die Leute vielleicht täte, ob ich den Einzelnen in das Inventar reinschmuggeln kann. Alter, ich versuch's mal kurz.
Geht das? Nee. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Nee, ich glaube, ich kann den Leuten kein Eis unterschmuggeln. Wäre aber lustig gewesen. Wäre aber lustig gewesen, wenn das gehen würde. Eine Dodo-Party? Oh je, muss ich mal in der Mitte finden, wenn schon. Alles hat gerade keiner in der Mitte. Oh, was ist mit dem los? Okay, lul. Was kann ich noch spawnen, so lustiges? Geht ein, aber ich glaube nicht, dass der Dings, ne? Juggernaut Crate geht gar nicht, glaube ich, ne? Die ist verbuggt oder sowas. Geht das? Ich glaube nicht, ne? Man kann nur, glaube ich, das Item, also die Kiste an sich spawnen. Aber nicht den Juggernaut. Nee, geht nicht. Geht nicht. Ich könnte. Also das ist ja Hardcore asozial. Ich könnte, Pinguine loslassen, aber dann, wie gesagt, dann spawnen bei einem drin und das ist halt nicht so, finde ich jetzt geil. Was meinst du denn, Vanessa? Also wie genau aufladen, in welchem Bezug, auf was? Nochmal ein Lucky Airdrop. Oh Mann. Was kann ich noch so lustiges spawnen hier? Ich weiß nicht, wie ich machen kann. Ich bin jetzt übelst abfacken, aber das weiß ich nicht. Ui. Aber wir können ja russisches Roulette spielen. Wir können russisches Roulette spielen. Ich wähle ganz schnell einen aus und dann, wenn ich dann so mache, der kriegt dann halt zum Beispiel so eine richtige Ladung voller Spills zu. Sollen wir das machen, Chat? Sollen wir das machen? Ich mache mal eine Umfrage. Sollen wir russisches Roulette hier manipulieren ein bisschen? Das kann auch Pinguine beeinhalten. Aber Pinguine spawnen nicht so viele, weil die naja sind. Sollen wir das Spiel ein bisschen russisches Roulette manipulieren? In dem Sinne hier. Lass mal ein bisschen Umfrage laufen. Ja, noch Zeit. Also eine Minute circa noch, weil dann ist das schon ekelhaft. So. Ah, das müsste schon reinkicken. 10 Stück. Guck mal. Wie gesagt, wenn hier, ne, Betten kaputt gehen, dann würde ich sagen. Doch, geht. Pinguin gehen. Pinguin gehen. Man kann nur einen Pinguin-Type spawnen, aber man kann sie spawnen. Man kann sie spawnen. Und das ist nicht geil. Das ist echt nicht geil. Also ein Pinguin ist schon ekelhaft. Ich mache mal bis hier 20 und... Aber wir warten noch bis 60 Sekunden ab. Wir warten noch 60 Sekunden ab und dann machen wir russisches Roulette. Weil dann kriegt einer auf jeden Fall eine Spirit richtig rein gebrettert, wenn da auch nichts in der Umgebung ist. Wie gesagt, denkt daran. Kann gefährlich werden gleich. Ja, genau. Russisches Roulette Faust Edition. Wenn die Betten brechen, dann mache ich gleich hier meine Finger tanzen lassen, ne? So. Und dann zack. Und dann wäre viel schwerer als Beispiel in dem Sinne halt, ja, weggeblastet. So, warte mal kurz, bis die Betten brechen. Aber sie sind schon gebrochen. Das ist natürlich was, was ich übersehen habe. Ah, gut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bumm. So. Ich würde sagen, ich wünsche euch Glück, ne? Oh, Felix. Tut mir leid. Oh. Ah, warte, ich habe Felix gesagt. Warte, das ist ja unfair. Felix, so. Oh, geht das überhaupt eigentlich? Hä? Geht das nicht mehr? Ich meine, das geht. Man könnte die Leute damit irgendwie triggern. Oder geht das wirklich nicht?
Elite Cheese muss man kurz für die Wissenschaft leiden. Nee, geht doch nicht. Och man, ist ja doof. Wieso geht denn das denn nicht? Wieso kann ich denn... Warte mal. Mann, das geht doch eigentlich. Man kann doch Spills auf Leute loshetzen. Hä? Ich meine, das ging eben Dings im der Spectator-Mode. Okay, ja. Okay. Hab mich gefreut. Also entweder hast du so gefixt heimlich oder... Ich meine, das ging sogar damals. Okay, machen wir anders. Ich stell euch jetzt den Dings aus. Generator. Ich mach einfach Impf. Impf. Komm. Haben das alle Impf? Was leckt das Server? Wir alle haben Impf. Oh Mann. Hä, aber das ist nur ein Router wie noch. Hä, der dann rusht den doch, hä? Wo ist denn der überhaupt eigentlich? Hier. Nee, das ist grün. Warte, komm. Da ist er. Dann rusht den doch. Genau so will ich das sehen. Ja, Vikos war gut, ne? Uiuiuiui. Ah, okay. Ja, ich hab das gesagt. Egal. Trotzdem, GG. Ein dickes WG. Oh, Mann. Oh, Mann. Ein doubles, dickes WWB. BB OG. So. Okay, haust du rein. Ciao, ciao mit V. Hallo, Happy. Willkommen im Stream. Ach ja, Roblox-Server sind so schnell. Ja, ich liebe es. Oh, Gottes Willen. Jetzt Roblox ja ein bisschen down. Ah, Seite läuft noch. Wir haben Zeit. Kein Problem. Wir haben Zeit. Hiden Yeet. Das ist eine gute. Den merke ich mir für eine Videoidee. Der Name ist gut. Hiden Yeet. So, endlich. Hiden. Der ruft. Nee, ich. Nein. So, wir warten auf die anderen. Wir warten mal kurz auf die anderen. Kommt da noch was? Okay, ich würde sagen, wir machen noch ein paar normale Runden, aber eine Runde. Da ist natürlich Rotorn natürlich als Mitglied am Start. Rotorn, so. Haben wir noch immer noch Mitglied hier? Ich glaube nicht, ne? Außer mein Mod jetzt, der jetzt der Mod ist und es nicht Mitglied zieht. Sonst haben wir kein Mitglied, ne? Nee. Okay. Muss ich sagen, wer mich berührt, ne? Der ist dabei. In einer normalen Runde. Lucky Blocks, ohne Manipulation. Oh, der Vico, okay. Und Future. Okay. Rico und Future. Ja, aber bist du schon in Game Hannover? Das war ein bisschen spät von dir. Ah, jetzt ist sie drin. Wenn wir es schaffen, früher das fertig zu kriegen, Hannover, dann machen wir Dings. Dann packe ich dich auch dann als nächstes dran, okay? Weil das kam jetzt ein bisschen sehr spät.
Ich kann schon mal drücken machen. Oh, der war schnell. Wenn wir noch Zeit haben, Hannover, dann mache ich dich als nächstes dran. Das kam jetzt ein bisschen too late. So. Willkommen in der Sammelecke. Oh, meine Lieblingsmap Construction. Ach, ich muss sagen, ich finde Construction mega geil. So, ich mal mitnehmen hier. Ach, Shield, braucht kein Mensch. Oh. Ich hoffe, ihr macht ja euren Job. Ich hole mir kurz ein paar Lucky Blöcke, ne? Perfekt, super. So, einmal hier. Oh, Rüstung. Oh, die nehme ich mir gern. Speere, geil. Ich glaube. Ah, da kommt nicht mal rüber. Okay. Da komme ich nicht mal rüber. Wie gesagt, einer Bett, am besten das Bett einbauen. Genau, ich baue Bett ein. Perfekt, Vico. Haben wir schon unseren Kandidaten, der das einbauen möchte. So. Ja, wie gesagt, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. So. So. Jetzt reizt mir. So, der ist auch weg. Gucken wir uns mal kurz hier an eine Kanone. Okay. Oh, ein Glider. Oh, ja. Ich sag euch, den Glider habe ich immer. Seit dem Update bin ich richtig froh, dass der Glider reinkommt. Ich bin so vermisst. Ich habe 5 Diamanten gebraucht. Ich bin leider so hart vermisst. Das könnt ihr nicht vorstellen. Oh, war denn ein Lucky Block? Das nicht hier gönnen. Nicht den liegen lassen. Wir hätten dann ein Eisen, bitte. Oh, Mann. Jetzt hänge ich hier fest. Das hat er noch nicht ernsthaft den Lucky. Oh, Banane. Darauf gebaut. Oh, wir kamen schon. Okay, dann nehme ich Spawner. Nehme ich Spawner. So. Und dann geht eine Bananenschale auf einen Weg. Das heißt, wenn wir nicht zu inkompetent sind, darüber zu laufen, dann ja. So. Und eine Kanone setzen wir noch, ne? Nicht zu vergessen. Jetzt Achtung, welchen F drücken? Oh, perfekt. Ich bin einfach der physikalische Boss. Oh, Mann. Das heißt, haben wir auf jeden Fall einen quicken Weg. Oh, das ist ja schon Elite Cheese bei uns. Ach, Mann, Elite. Warum tust du uns das an? Geh doch wen anders auf die Nerven. Aber warum uns? Wir haben doch gar nichts gemacht. Gar nichts. Wir wollten nur eine Bier drücken. So. Einen Diamanten holen wir raus. Und wir brauchen 8. Okay, dann heißt noch 2 Diamanten. Dann bin ich eigentlich schon dafür ready to go. So, dann gucken wir mal. Hätte noch ein paar Blöcke kaufen sollen. Das ist die größte Verschwendung aller Zeiten. Oh, den nehme ich. Das ist die größte Verschwendung aller Zeiten, aber. So. Nein! Oh mein Gott! Junge! Alter, das war aber richtig close. Das war aber richtig eng, war das. Huiuiuiui. Schneebälle, okay. Mein Gott, bin ich da fast runtergefallen. Das ist das grenzt ja wieder schon an Aua. Das grenzt schon wieder fast an Genie-Reifigkeit, genau. Ich finde einfach Wörter, die nie so existiert haben. Die Frage, wie komme zurück? Hier rüber. Aua. Ja. Rüber. Schild nehmen. So. Im Fall der Fälle. Perfekt. So, wir sind safe angekommen. Wir müssen kurz hier drüber hüpfen. So. Ich wollte fragen, ob ich es auch von uns gesessen, ne? Dann hole ich mal. Zack.
Alles her hier. Danke, perfekt. Super, so. Emeraldos. Die packe ich auch mal rein. Ich heb die mal für Dings auf. Für den Enchantment Table. Und dann geben wir ihn gleich ein bisschen so. So, mal gucken. Was können wir uns hier leisten? Nichts. Müssen die nochmal neu kaufen? Purchased. Ja, aber wie. Ist okay, das ist verbuggt. Also, ich kann jetzt. Hä? Es ist ja mega verbuggt. Das heißt, ich kann jetzt ab dem Zeitpunkt keine Rüstung mehr kaufen. Ist ja super. Ist ja super. Ist ja super. Oh, 12 Diamanten. Oh, komm, die holen wir noch, die zwei. Haben wir 2 Diamanten? Noch 2 Diamanten. Ein Diamant, okay. Noch ein Diamant. Noch ein Diamant. Das ist ja super dufte Knocke. Wenn ich noch ein Diamant haben könnte. Dann könnten wir uns hier den gönnen, den Spawner. Oh, da. Geil. So. So, so, so. Ich kann wirklich, ne? Ich kann ja auch nicht mit dem Trick irgendwie nicht da durchswitchen. Das ist verbuggt. Super. Könntest du mal Pet Simulator X spielen? Könnte beim Start helfen? Ich spiele schon Pet Simulator X. Am besten mal die Videos abchecken. Ich habe damals Pet Simulator X Videos gemacht, aber die haben sich nicht so gelohnt, richtig. Mal gucken, vielleicht als Stream. Mal gucken. Ja, aber sonst haben sie sich nicht so richtig durchgesetzt, leider. Oh, noch mehr Emeralds. Ist ja super hier, Malu. Das geht. Oh, lol. Aber er hat drauf gespawnt. So, mal kurz hier aufmachen. Lucky Airbot. Airbot, ja moin. Airbound in Drone. Abbauen hier. So, wie viele Diamanten haben wir jetzt? Wir haben. Wie viele Diamanten haben wir eigentlich? Ich will noch ein paar. Hier Sachen erholen. Was hab ich hier? Es ist so verbuggt, also es ist unglaublich gerade. Es ist so verbuggt einfach. Es ist komm. Ah, danke. Hier, schluck den Stein. Okay, noch 2 Diamanten brauchen wir. Oh, mal den Stein oder den. Ah, das ist halt nicht okay. Aber doch, hab ich den? Ah, oder? Doch, ich hab ihn. Ah, nicht da, auf jeden Fall. Noch 2 Diamanten. Dann habe ich alles. Oh, Speere nehme ich mal gern. Nee, Gitarre brauche ich jetzt nicht. Und eine Potion nehme ich mal gern. Oh. Die Shield Potion nehme ich immer gerne. Bisschen kacke, dass ich jetzt keine Dings hier kaufen kann. Keine anderen Rüstungsteile, aber okay. Oh, den Spirit, den nehme ich mir kurz da. Oh, nicht? Okay, nicht durch die Stadt wieder. So, drauf da. Ja, perfekt. Kannst direkt da bleiben. Und Diamanten. Ich brauche noch einen Diamant. Noch einen Diamant bräuchte ich. Das wäre cool. Body Swap brauche ich nicht unbedingt. Einen Diamant brauche ich noch. Und oh, Gleiter haben wir gerne. Einen Diamant noch und dann. Ah, habe ich noch. Perfekt. So. Ah, andere Richtung. So, jetzt gucken wir mal. Achso, bin neu. Vielleicht klappt es. Klappt Pet zum Ex jetzt. Wird momentan von Großdeutschen. Ja, ich kann noch mal gucken. Ich habe noch ein paar Ideen. Ich habe noch ein paar Ideen, so ist es ja nicht. Ich muss noch mal gucken. Wenn kam es ja eben noch einmal die Woche bei mir auf dem Kanal. So. Fire, okay. Was gibt noch Besseres? Okay, gibt noch was Besseres? Oh, Anti-Knockback. Komm, wir testen mal aus. Wir testen mal ihn aus. Ich habe es noch nie in-game getestet, so in der Lobby richtig. Machen wir mal. Machen wir mal. So. Der Rest ist mir eigentlich so gesehen Schnurz. Wegen. So. So. Boah, warte mal. Das ist ja extrem. Mal kurz. Hold on a minute. Hold on a minute. Wir haben jetzt nur noch gelb. Gelb ist auf welche Richtung? Ganz gegenüber. Ganz gegenüber. Okay. Ich hab einen Plan. Ich hab einen Plan. Erstmal. Das scheint zu fett dafür. Okay, Schutzschild. Auf jeden Fall im Modus. Schutzschild schon im Modus. Na, TNT.
Oh, 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 Baby, okay. Okay, okay, sorry. Sorry, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Oh mein Gott. Okay. Ich habe alles. Let's go. Ja, super. Boah, der geht auch ganz schön hoch, der Schirm gerade, ne? Ja, der war gerade schon gerade richtig, Hä? Ja, da hat auch wieder Anti-Knockback nicht geholfen, ne? Super, das war's auch mit der Lanze wieder. Ja, meine letzten Sachen, die ich habe. Bin gering. Ah, komm, ist die Rüstung mal wieder weg. Das ist komisch. Das ist komisch. Das ist komisch. Hallo, willkommen zurück. Willkommen zurück im Stream. Ist ja ganz verbuggt. Also ich hab... Oh, oh, ja. Lucky Blöcke. Ich hab noch nie so eine verbuggte Runde gesehen. Also das ist... TNT. Oh, Big Potion. Die schluck ich natürlich sofort. Hier ist rein. Oh, ja, Spills. Okay, haben genug Spirits anscheinend, wie es aussieht. Game meckert rum. So, wir uns ein neues Enchantment. Was bekommen wir wieder? Zack. Und? Knockback 2. Na, Stack 2, okay. Wenn Knockback bleiben sollen. Ach, TNT, komm. Kurz Müll schmeißen. So. Ja, Spills, ja. Ich hab nie genug Spills hier auf dem Place. Kann immer noch mehr kommen. Hab ich kein Problem mit. Angel, okay. Mit Angel hier am Start. Das ist ein Place, ist da räudig. Au, oh, der Riesenstein. Nein! Oh, wer legt denn da die Banane hin? Oh. Hört auf mit den Bananen, die hinzuschmeißen. Oh, der Stein ist auch so riesig, ne? Ah, der kommt auch voll weit ran, ne? Boah! Sind nur noch drei, wir sind vier. Mann, die Banane schon wieder! Es reicht doch langsam hier jetzt mit der Banane. Ja, komm. Ja, roll dahin, roll dahin. Mann, ich will doch nur... Oh, TNT. Das ist doch so schlimm, du kannst hier nirgends was placen, ne? Ohne Polybridge. Oh, ich hab mal gesagt, Polybridge ist das ja eher. Oh, Plünderer 2. Oh, nice. Nein, nicht schon wieder. Nicht, das ist nicht so nice. Geh mal her hier. Oh, jetzt. Irgendwas kapiert. Boah, diese Banane. Mann. Boah, das gibt's nicht, ne? Okay, dann eine Kanone, nehme ich auch gerne an. Wir gleich ein bisschen den Weg abschneiden. Ob ich RPG möchte, ja, ist ja cool. Ein RPG nehme ich mir gerne an. Ah, kann Granaten, kann weg mit dem Much. Ich will noch ein MRI, du bitte haben. Perfekt, der Kamera. Oh mein Gott, diese Bananen! Es reicht doch langsam. Ich wollte hier rüber gehen. Hab ich alles? Oh, geil. RPG. Ich liebe dich. So. RPG. Das ist ein normaler Stein. Oh. Oh. Okay. Ja, dann gehen wir rein ins Gebette hier, ne? So. Auf dem Weg mal ein paar Lucky Blöcke. Oh. Nein! Ey, das geht's doch nicht. Ich hasse das Force Field in dem Drecksteil, Mann. Ach, come on. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hasse es. Ich hasse Force Field in einem Teil drin. Oh. Eine Mini-Potion. Ja, nehm ich mal gerne. Oh, die sind aber hier alle schon. Huch. Boah, Spirits. Kicken in. Oh, Select, nice, okay.
Mal kurz hier. Ah, Mann, hier. Oh, diese Bananen. Diese Bananen, Mann. Ich check jetzt nicht. Mann. Ich will nicht mehr. Ach, Junge. Diese Bananen. Es gibt nichts Schlimmeres als Bananen in dem Game. Es ist, wie es ist. Oh nein, nicht nur. Oh mein Gott. Oh, die sind weit geflogen. Mann. So. Komm, einen Diamant will ich noch haben. Ein Emerald gleich. Habe ich, perfekt. Okay, nehme ich das. Nehme ich das und dann gehe ich jetzt auf den Typen drauf. Jetzt reizt mir. Bitte töte mich nicht töten, bitte nicht töten. Oh, super. Super. Oh, Banane. Boah, Junge. 30 bis 30 nachher wird es zeitlich knapp. Oh, der hat ein Rageblade, ne? Uiuiui, der hat ein Rageblade. Nicht so geil. Was bist du? Fisch, Knockback-Fisch. Ein Taser, alles jetzt alles, was man hier mit Knockbacken kann. Den T. Und er kriegt natürlich einen Lucky Airborne und da genau hingedroppt. Oh mein Gott. Ich habe ja keine Blöcke-Problem gerade. Ich muss mir irgendwas hier aus den. Nochmal TNT. Jetzt muss ich mal irgendwas hier aus den Sachen rauskrallen. Um den irgendwie ansatzweise zu kriegen. Korallblöcke wird auch nicht unbedingt. Ja, deswegen meine ich ja. Oh Junge, das, uiuiui. So, jetzt aber hier. Gib ihm. Pfeile. Help? Wie help, hä? Wie help? Zack. Eisen. Oh, der ist da hinten, ne? Hol ich mir jetzt. Komm. Warum hat denn der Feuer? Der hat. Hä? Wo hat denn der denn Feuer? Wo hat denn der denn Feuer? An der Game Base ist auch noch niemand. Was. Ah. Oh Mann, das ist jetzt so eine. Ja. Tolle Runde. Ui. Oh. Eila, Eila. Oh, Kuss Ehre. Das wird safe nicht gut ausgehen. Oh, Rageblade hat gesehen. Oh, das ging ja voll gut aus. Hör mal, was war denn da los? Hier, könnt ihr uns noch geben? Geht's sogar. Ist das schmackhaft, Leute? Ist das. Oh, guckt euch mal an, was ich hier alles habe. Kuchen. Ah, jetzt geht's ab. Kann ich. Geht das nochmal kurz? Oh mein Gott! Oh. Wo ist der? Den holen wir jetzt. Wo ist er denn? Da. Das gibt's, ey. Was tankt der Typ denn alles? Was tankt der Typ denn alles? Das ist unglaublich. Ich einfach reinbauen soll, nicht, Idiot. Aber was hat der alles geschluckt? Boah. Das ist schlimm. Nein, nicht schon wieder. Mein Güte. Was hat der Typ denn alles geschluckt gerade? Das war ja ekelhaft. Oh Mann, vorhin in der Runde waren bei meinen Gen 5 Bananen. Achso, hab ich schon gelesen. Oh Mann. Dragger, okay. Oh ja. Taser, alles Müll? Ja, komm. War richtig reinschiss, die Sache. Das war richtig kacke. Obwohl, nee, ich hab eine Sense bekommen. Na, okay. Da sehe ich mich drin. Mit der Sense sehe ich mich drin. So. Also ich würde sagen, haben wir noch 2 Minuten. Wir könnten den eigentlich rushen, so gesehen, wenn wir das hinkriegen.
Das ist eine. Ne, das ist eine Riesen-Potion. Okay, so, ich hab genug. So. Packen wir weg. So, jetzt hab ich das, die Sense auf jeden Fall hier. Und ein paar Pfeile. So, die habe ich auch am Start. Den Lucky Block mal öffnen. Und noch mehr von diesen kleinen. Also, das ist der Knockback-Fisch, okay. Das ist der Knockback-Fisch. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ohne Banane. Ja. Ja, perfekt, Elite. Super. Danke, richtiger Anti-Mate. Das ist meine Zuschauer. Liebes. Nö, jetzt waschen wir nicht mehr. Jetzt waschen wir nicht mehr. Nö. Jetzt wollte ich nicht mehr. Jetzt will ich nicht mehr. Jetzt rush ich nicht mehr. Nein. Hammer, okay. Oh, shit. Das ist ein Müll. Oh, mein Gott. Ja, wir versuchen es nochmal. Irgendwas Geiles. Bin broke. Perfekt. Ich bin broke. Du bist cool. Danke, danke. Kuss, kuss. So, bad be gone. So, jetzt nochmal. Komm. Kann doch nicht so schwer sein. Ja, Knockback 2 nehme ich immer gern an. Wir kommen nur Müll aus den Sachen raus, ne? Unglaublich. Du aus Iron und Arrows. Du aus der Hotbar. So, ja, genau, genau. Ja, ja, ich dachte mal. So. Oh. Ja, Gitarre ist Müll. Ihr könnt mit einem Block auch hier behalten. So. Blöcke kaufen. Oh, das Swap-Item ist ehrenlos. Das ist echt ehrenlos manchmal. Das Swap-Item, dieser Würfel. Ich hätte noch gerne den Lego-Würfel. Der ist schon echt mies räudig. So. So. Launch. So, wir sind angekommen. Herzlichen Glückwunsch. So, mein Knockback. Oh, das ist auch geil. Man kriegt auch kein Dings, ne? Kein Fallschaden dadurch. Das ist auch wild. Man bekommt da keinen Fallschaden durch. Fühl ich. Super. So, mal ein bisschen auf Tour hier gehen. Noch mehr Decker. Nehme ich mal gerne an. So, mal kurz hier. Ja, Ice Sword. Nicht so gut. Oh. Nein, ist nicht ausgerutscht. Oh, perfekt. Kommt alle her. Mann, tun jetzt fertig. Oh, getroffen. Oh, der Typ mit den Dings. Oh, Mann. Okay, easy GG, würde ich sagen an der Stelle. Das war auf jeden Fall eine echt geile, geile Runde. So. Das war auf jeden Fall eine geile Runde. Perfekt zeitlich abgestimmt, würde ich mal sagen an der Stelle. Perfekt zeitlich abgestimmt. Ganz genau. So.
Deswegen, Leute, würde ich sagen, Pharaos, der allerechte, der Bad Wars Profi. Würde ich sagen, dann war's auch schon mit dem Stream. Wir sind leider perfekt. Was heißt leider? Also für ne, Hannover leider. Aber wir sind perfekt. Umzeitlich Schluss geworden. Haben auf jeden Fall Spaß mit dem Stream. War richtig, richtig cool. Und ja, wie gesagt. Warte. Wenn ihr es gut gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr hier eben seid oder auch irgendwann, dann lasst mal ein Abo auf dem Kanal da. Aktiviert die Glocke, dass ihr keine anderen Videos auf meinem Kanal von Battle sonst jetzt nicht verpasst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ciao.